Der grosse SAF-Jahresrückblick wird Ihnen präsentiert von der Zentralgarage in Thayingen. Es ist schon wieder soweit, das Jahr 2018 neigt sich unerbittlich seinem Ende zu und zack sind wir beide schon wieder da zum grossen Jahresrückblick 2018 im Schaffhauser Fernsehen, präsentiert von der Zentralgarage Thayingen und wie immer da aus der wunderschönen Lounge vom Restaurant Falken. Mein Name ist Sebi Babic. Und mein Name ist Sarah Keller und ich begrüße Sie herzlich zum grossen Rückblick auf die letzten 12 Monate, kurz und kompakt zusammengefasst für Sie zuhause. Genau, und kürzer und kompakter, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Der Grund ist ganz einfach, das Jahr 2018, das hat nur so gesprüht von wichtigen und grossen Geschichten, die unsere Region bewegt haben. Und unsere 5 Gäste, die wir heute begrüßen dürfen, hier zum grossen Jahresrückblick, die haben in einem sehr persönlichen Interview nochmal zurückgeschaut auf die letzten 12 Monate. Wenn halb Schaffhausen vor dem Fernseher sitzt, dann muss etwas gut sein. Naja, wenn der Bachelor oder die Bachelorette einen neuen Partner sucht, dann ist meistens nicht so viel Intelligenz dabei. Zwei Schaffhauser haben dieses Jahr bei der Sendung aber eine grosse Rolle gespielt. Der Sieger von der aktuellen Bachelorette-Staffel, der Cem, schaut mit uns zurück auf sein Jahr 2018, auf die letzte Sendung und verratet uns auch ziemlich viel, was so hinter den Kulissen gelaufen ist. Und erzählt auch Sachen, die bis jetzt noch niemand gewusst hat. Ja, romantische Stimmung hier auf dem Herrenacker in der Vorweihnachtszeit hinter uns. Man sieht natürlich das ganze Lichtermeer. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso unser nächster Gast uns hier umgebeten hat. Der ist nämlich der Oberromantiker 2018. Er hat das Herz von der Bachelorette erobert und das Beste am Ganzen. Er ist Schaffhauser. Cem, danke vielmals, dass du uns hier oben empfängst. Sehr gerne, danke schön. Cem, wir haben all unseren Gästen gesagt, sie sollen sich einen Ort aussuchen, wo wir sie interviewen sollen. Wieso ist jetzt ausgerechnet der Herrenacker hier oben geworden? Ich finde, das ist jetzt über Weihnachten ein Wahrzeichen von Schaffhausen und ich bin auch gerne da. Ich liebe Fondue, ich komme da immer wieder Fondue essen und deswegen habe ich das am passendsten gefunden, am besten gefunden. Genau, das machen wir dann nachher, wenn wir fertig sind mit dem Interview. Die wichtigste Frage am Anfang, Cem. Bachelorette, das ist ja ein ganz spezielles Format. Man weiß ja, auf was man sich einlädt, wenn man dort mitmacht. Wieso hast du dich denn entschieden, zum Mitmachen überhaupt? Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Ich bin wirklich mit null Erwartungen rein. Ich habe gedacht, es wird einfach eine lustige Zeit. Ich mache ein paar Wochen Ferien. Ich habe nicht gewusst, dass ich bis ins Finale komme, dass es so lange wird. Aber es war eine schöne Zeit und ich bereue es auch nicht. Also mit Ferien war in dem Moment relativ wenig. Nehme ich an, dafür mit ganz viel Erfahrung, die du hast können sammeln. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, kurz bevor du die Bewerbung abgeschickt hast für die Bachelorette? Ja, ich habe es einfach nur etwa 10 Mal durchgelesen, dass ich nichts Falsches anschreibe. Und schon recht nervös gewesen. Das war jetzt auch eine Entscheidung, die ich glaube, also dein Leben ziemlich umkrempelt hat, zumindest mal in den 2 Wochen, wo wir in Thailand waren. Da sind wir ja nonstop von Kameras umgeben. Was mich als Zuschauer immer interessiert hat, sind ihr da 24-7 unter Beobachtung oder habt ihr durchaus auch mal Zeit, abseits von der Kameras mal zu entspannen? Nein, also das läuft nicht so wie bei Big Brother oder so. Wir wissen immer, wenn es breit wird und wissen, wenn wir Pause haben oder so, wenn wir fertig sind und gute Nacht essen gehen oder schlafen gehen, dann wird nicht breit. Man wird immer informiert. Also durchaus auch so ein bisschen Feriencharakter, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schullagercharakter. Mit so also nach der Drehzeit ist schon ein bisschen, ja. Also wir sind im Pool, haben auch entspannt, haben Zeit für uns gehabt, das schon. Es ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass das eine scripted Reality-Geschichte ist, die Bachelorette. Das heisst, also das Produzententeam das versucht, eine gewisse Geschichte zu erzählen. Und der Kandidat der gibt natürlich sehr viel von sich ebenfalls noch mit drin. Also ist so eine Mischform eigentlich vom Fernsehmachen. Jetzt, was mich immer interessiert hat, wie viel vom echten Jam, der mir jetzt gegenübersteht, war beim TV-Jam dabei gewesen. Hast du dich verstellen, dass irgendwie das Ganze so läuft, wie man das sich gewünscht? Also ich habe mich ganz sicher nicht verstellt, überhaupt nie. Es sind zum Teil, eben, wie du es gesagt hast, sie probieren eine bestimmte Geschichte zu machen, aber
wenn es einem nicht passt, also sie haben zum Teil auch bei den Drehs gesagt, ja, du könntest doch so etwas sagen, so etwas machen. Ich habe immer gesagt, nein, das bin nicht ich und ich bin immer ich selber geblieben. Auch als ich jetzt zurückgeschaut habe, ich habe das Ganze nochmal angeschaut, habe die ganze Staffel nochmal durchgeschaut und ich muss sagen, ich bin 1:1 ich selber gewesen. Gut, die Gerüchte entstehen eigentlich in jeder Staffel irgendwie. Wie passiert das? Ist das irgendwie, also spürt man die Konkurrenz untereinander? Das sieht eigentlich vielmals recht cool aus zwischen euch. Es gibt's, also das sieht immer im Fernsehen so ein bisschen gespielt aus, aber wenn du 20 Männer mit komplett anderen Eigenschaften, komplett eigenem Charakter aufeinander lässt, da gibt es Eifersucht und da entstehen einfach auch so Gerüchte. Ja. Jetzt, du hast vorhin schon gesagt, die letzte Rose, das war sicher dein schönster Moment gewesen. Da haben wir natürlich live am TV, nicht live zwar aufgezeichnet, aber am TV können mitverfolgen. Das war der Moment, wo es um alles gegangen ist, friss oder stirb. Wie hast du den Moment erlebt? Bist du nervös? Hast du vielleicht schon Ahnung gehabt, wie sich der Dela entscheiden wird? So ein bisschen im Bauchgefühl habe ich schon eher gedacht, ich, aber man ist sich einfach nicht sicher. Es steht ein anderer gegenüber. Es ist 50-50. Auch wenn ich es ein bisschen mehr für mich gesehen habe, aber ich bin mega, mega nervös dort. Genau. Und du hast dann natürlich nachher, wo alles vorbei war, hast du vorhin erzählt, alles nochmal durchgeschaut. Jetzt ist die Sendung auch bekannt dafür, mal einen bösen Witz, wo der eine oder andere Kandidat zu machen, der Kommentator hat da. Ja, hat er durchaus dann auch etwas zu sagen? Hast du dich mal ärgern während dem Schauen? Oder hast du das Gefühl gehabt, doch, du bist eigentlich gut dargestellt worden, so wie du auch bist? Also ich finde persönlich, ich bin so dargestellt worden, wie ich bin. Es sind mal ein oder andere, sagen wir mal, böse Witze gekommen, aber ich habe es sportlich genommen. Das gehört irgendwie auch dazu. Mhm. Man muss auch über sich selber ein bisschen lachen. Jetzt ist die Sendung, wenn sie ins Fernsehen kommt, ist die auch schon lange abgedreht, oder? Das muss ja ganz noch geschnitten werden, das muss alles noch postproduktionsmässig dann noch über den Tisch gehen. Wie hast du eigentlich die Zeit nachher miterlebt, die grosse mediale Aufmerksamkeit, auch als vorsichtig sein mit dem, was man sagt? Am Anfang mega ungewohnt gewesen, die ganze Aufmerksamkeit. Es kommt halt auf einen Schlag, überall in der Zeitung ist gestanden und man muss halt schon mega, mega, mega aufpassen, dass man nichts rauslässt. Genau. Man darf nicht verraten, vor allem jetzt als Gönner. Und du darfst jetzt auch, ich sag mal, wenn wir mit Adela irgendwo waren, dann immer angeschaut, jetzt schaue sie ja nicht zu lange an, sonst kommen sie noch auf Ideen und so. Es ist schon schwierig, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Irgendwann hat man so das Gefühl für das und dann geht es eigentlich. Also bei den Public Viewings hast du dann auch wahrscheinlich geschaut, um nicht allzu oft und allzu nah bei dir. Wir sind auch nicht nebeneinander gesessen, immer schön Abstand lassen, ja, also, dass es nicht auffällig wird. So. Das ist ja lustig, also für die Zukunft, dann wissen wir, je weiter das zwei auseinander sind, desto größer ist die Chance, dass sie wahrscheinlich ja, dann... Kann dann sein, ja. Genau. Und jetzt ist ja speziell, kaum ist die erste Sendung veröffentlicht gewesen, also ausgestrahlt worden, sind du und der David bei uns im Studio gewesen und haben die erste Sendung dann geschaut. Und jetzt ist natürlich ganz, ganz speziell mit dem Wissen, dass er schon gewusst hat, dass er gönnt, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Und das werden wir uns dann gehen lassen und schauen jetzt gerade mal rein. Sie ist schön. Sie ist aufregend und sie sucht die Liebe ihres Lebens. Ich bin Adela, ich bin 24 und ich bin die neue Bachelorette. 22 Männer werden versuchen, Adelas Herz zu erobern. Die meisten vergeblich. Wer gewinnt das Herz für Bachelorette? Stimmt, toll. Weder Adela noch ihre Verehrer wissen, was sie in den nächsten Wochen erwartet. Oh. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich anfängt. Der Dialekt ist zu viel. Das ist ganz schlimm. Adela wartet schon lange darauf, dass ihr Herz endlich erobert wird. Für mich persönlich ist Sport sehr wichtig. Mhm. Ich mache in der Woche 4 bis 5 Mal Fitness. Also wirklich, dass man einfach sagt, hey, sie hat frisch gemacht, sie ist so und so und da gehe ich gar nicht weiter. Sind doch alle gleich. Ich finde, dass die Männer nicht hinter der Fassade liegen. Dass sie einfach nur unter Körper sehen. Aber ich habe da schon Hoffnung, dass du mal die Fibo schauen, was parat ist. Musik oder Muskeln? Hey, nein. Womit hat man bei Adela mehr Chancen? Mit einer Gitarre in der Hand oder mit einer Hantel? Ja, was meine doch, also jetzt, wenn Bachelorette auf Muskeln steht, he, dann könnt die anderen zusammenpacken. Definitiv. Aber wenn sie auf Muskeln steht, sie bleibt sicher bei mir, nicht? Also, wenn sie auf Muskeln stehen, dann könnt auch ihr zwei zusammenpacken. Da naturale Muskeln, gell? Du weißt, immer Spaß, Bro, gell? Ja, voll geil. Ex-Tennis-Profi Mario und Personal-Trainer Cem genießen die Ruhe vor dem Sturm. Was machst du denn eigentlich, Beruf, dass du so genüsse bist?
Du, ich arbeite als Personal Trainer für die arabische Königsfamilie von Katar. Und was denkst du, ist die Bachelor so eine typische Schweizer Frau? Was meinst du mit Schweizer Frau? Ja, so Luxus und Weisch. Luxus und Weisch. Und Weisch. Ich meine, eine Frau hat natürlich eine, die wohlhabend ist, die ihr Sicherheit bietet. Wenn ich merke, dass sie von Anfang an direkt nur aufs Geld aus ist, dann mache ich da natürlich einen Stopp und lasse es liegen. Stopp. Du willst nur Geld. Du willst nur Geld. Also an die Aufnahme mag ich mich erinnern. Es war dort schon sehr witzig mit euch beiden. Noch witziger, wenn man es jetzt natürlich anschaut, wenn man weiss, der Cem hat eigentlich schon lange gewusst, dass er die Staffel gewonnen hat. Mit diesen Medien, wo man eben, du hast gesagt, vorsichtig sein, was man denn sagt, um eben die Überraschung nicht zu verderben. Hast du mal so einen Moment gehabt, wo du so denkst, jetzt wär's mir fast rausgerutscht? So nicht, aber immer wenn ich nicht sicher oder nervös war, habe ich einfach gesagt, ich weiß es nicht. Und das ist so, mit dem bin ich durch die ganze Staffel bin ich so durchgegangen, immer, ich weiß es nicht. So. Und die Zeit, die hat sicher auch viel mit dir persönlich gemacht. Wie hast du dich eigentlich verändert als Mensch, also als Cem, persönlich, in dieser Zeit, vom Anfang vom Drehen bis zum Schluss jetzt, bis zum Auseinandergehen von Adela? Als Mensch selber nicht. Ich bin immer ich selber geblieben, grosszügig, so wie ich bin und nie verstellt. Und für mich war auch das Wichtigste, dass das mich nicht verändert, weil ich habe Leute, die mich kennen, man kennt mich in Schaffhausen auch und die wissen, wie ich bin und deswegen bin ich auch immer so geblieben. Wie ich bin. Ist also das Fazit, die Erfahrung, die du für dich persönlich mitgenommen hast, okay, egal was passiert, ich sollte ich selber bleiben, ist das so der Schluss vom Ganzen? Ja, das kann ich auch jedem so weitergeben. Ja. Jetzt, hat die mediale Aufmerksamkeit, die ist natürlich extrem gewesen, oder wenn das Ganze losgegangen ist. Und nach dem Beziehung, dann auseinandergegangen ist, ist sie weniger geworden. Wie ist das für dich gewesen? Ist das für dich ein bisschen Erleichterung gewesen, dass jetzt nicht jeden Tag irgendeine Anfrage von irgendeinem Sender oder irgendeiner Zeitung kommt? Oder hat dir das doch noch gefallen eigentlich, dass die ganze Zeit auf Achse sind? Also am Anfang muss ich ehrlich sein, es hat mir schon gefallen, ja. Aber irgendwann ist es wirklich mega, mega viel geworden. Vor allem gegen den Schluss, wo dann das Finale gelaufen ist, dann ist es extrem gewesen. Haben wir Mediatag von morgen bis am Abend. Ich bin schon froh, dass es jetzt ein bisschen nachgelassen hat. Das könnte ich jetzt nicht mit dem mitleben, also permanent mitleben. Ja. Aber du bist ja noch immer so als Influencer ja, mehr oder weniger unterwegs. Wie läuft eigentlich das, vor allem jetzt nach dieser Sendung? Wie hat sich das verändert bei dir? Vor allem, wenn man jetzt sieht, dass viele Leute zuschauen, macht man es viel lieber. Ja. Ja, und ich mache auch gerne Fotos, Videos, das ist auch mein Hobby. Mhm. Und vor allem jetzt mit dem Fitness, ich sehe, dass die Leute zuschauen, ein bisschen lifestyle-mäßig. Und macht umso mehr Spass. Ja, genau. Jetzt präsentieren wir sich bei dieser Sendung ja nicht nur direkt The Bachelorette, sondern allen weiblichen Zuschauerinnen vor dem Fernsehen zu Hause. Wie ist das gewesen? Wie sind die Reaktionen eigentlich von den weiblichen Fans gewesen während der Sendung und auch nachher? Größtenteils eigentlich positiv. Ja. Es hat mal die ein oder andere gegeben, die auch negativ ist, aber ist auch normal. Man muss ja nicht jedem gefallen. Aber größtenteils, ich bin selber auch überrascht gewesen, wie positiv das eigentlich angekommen ist. Ja, hat es mal irgendeinen Heiratsantrag gehagelt oder unmoralisches Angebot oder etwas? Ja, unmoralisch jetzt schon einige gehabt, ja. Okay, aber Heiratsantrag jetzt, glaube ich. Doch, auch schon. Ja. Doch. Also in dem Fall hat er doch. Dann hat er doch einen ziemlichen Einfluss auf das, was man so erlebt. Jetzt bist du ja relativ schnell mit der Adela auseinandergegangen, kurz nachdem das Ganze bekannt wurde. Also kurz nachdem ihr hättet können offiziell zusammen sein, ist das Ganze eigentlich schon wieder auseinandergegangen. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Wieso? Was war der Grund? Ganz ehrlich, ich habe es eigentlich probiert. Ich habe das Beziehung probieren, auch wenn es schwierig war, ja. Weil wir es immer ein bisschen geheim behalten. Aber von ihrer Seite her ist einfach nichts zurückgekommen. Ja. Und ich habe es probiert und habe dann gemerkt, dass sie einfach kein Interesse hat und habe es einfach beendet. Jetzt ist ja so, aus der Erfahrung heraus weiss man auch ein bisschen, die Bachelor und Bachelorette-Bärli, die bleiben in der Regel nicht allzu lange zusammen. Janosch ist, glaube ich, die einzige wirklich Ausnahme. Hast du dir trotzdem den Hoffnungen gemacht? Bei mir könnte es anders sein oder bei uns könnte es anders sein? Sie hat mir wirklich gefallen, ja. Auch charakterlich super Frau gewesen. Und ich habe wirklich gedacht, das könnte funktionieren, aber ich habe mich jetzt auch getäuscht. Habt ihr denn irgendwie noch Kontakt gehabt nach dieser Training oder ist mit dieser Tacheles-Geschichte fertig gewesen? Ich habe es nach dem beendet. Ich habe sie einmal an einem Public Viewing vom Bachelor gesehen in Luzern. Ja. Aber das war, wir haben auch nicht miteinander geredet. Aber da ist also wirklich nicht im Unfrieden auseinandergegangen, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Ja. Durchaus. Jetzt, bevor wir jetzt führen schauen aufs kommende Jahr, vielleicht noch eine Frage rückblickend, mit ein bisschen Abstand, nachdem du das Ganze alles erlebt hast. Würdest du alles noch mal genau gleich machen? Würdest du dich noch mal anmelden? Also ich sage grundsätzlich, so gut wie es jetzt dort gelaufen ist, kann es normalerweise nicht jedes Mal laufen.
Ich wüsste es nicht, ich denke eher weniger, dass ich mich wieder anmelde. Aber es ist halt perfekt gelaufen. Ja, deswegen. Ja. Und jetzt umgekehrt gefragt, wenn man dich jetzt nicht als Kandidat, sondern als neuer Bachelor anfragen würde, würdest du das überlegen, wäre das eine Überlegung wert? Ist einfacher. Es ist natürlich einfacher, man hat 20 Frauen zur Auswahl, aber ich wüsste es nicht. Ich wüsste es wirklich nicht. Ist gut, also die Verantwortung von 3 Plus, er weiß es nicht. Vielleicht probieren das ja mal aus. Und ganz zum Abschluss, ganz wichtig, bei jedem Rückblick, schauen wir mal ein bisschen führen auf das Jahr 2019. Was sind so deine persönlichen Vorsätze für 2019? Was hast du geplant? Für 2019, ich wollte Zeit mit der Familie verbringen. Da habe ich letztes Jahr vernachlässigt. Ja. Wieder in die Türkei mal gehen, die Familie dort besuchen. Mhm. Geschäftlich habe ich noch ein paar Sachen in Planung, da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Es sind ein paar Sachen, die haben wir geplant. Und ja, Familie und Business. Mhm. Aber so klassische Vorsätze, irgendwie weniger am Nattel hängen oder so, hast du nicht, oder? Das schaffe ich sowieso nicht. Perfekt, sehr gut. Danke vielmals für das Interview, Cem, und ganz, ganz viel Erfolg auch weiterhin. Danke vielmals, danke schön. Ganz und gar nicht verborgen geblieben ist allerdings ein sportliches Talent von unserem zweiten Gast am heutigen Abend, Nick Rüegg. Da rief nämlich, so scheint es zumindest, ein riesengroßes Leichtathletik-Talent in unserer Region heran. Er hat das Jahr wirklich ein super sportliches Jahr hinter sich gebracht. Triple-Schweizer Meister, neue Schweizer Rekord ist er gelaufen, ist Dritter geworden an der Jugend-EM und Top-10-Platzierung hat er gehabt an der Jugend-Olympiade in Buenos Aires. Und trotz der ganzen Erfolg ist der junge Mann extrem auf dem Boden geblieben, bin ich mit dem Interview mit ihm feststellen. Ja, der Nick Rüegg hat wenig Erbarmen gehabt mit meiner Filmcrew. Er hat uns hier aufgestellt zum Munod-Sportplatz und das bei garstigem, bei sehr, sehr kaltem Wetter. Es gibt aber wahrscheinlich wenig andere Orte, die so sehr für dich und deine Leidenschaft in Sport stehen, wie eben der Munod-Sportplatz, wo du für deine Spitzenleistungen immer wieder trainierst. Das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du da dann hochkommst, die Stege darauf, was ist das eigentlich? Mit welchen Emotionen verbindest du den Ort da? Ja, einfach alles. Also es bedeutet für mich mega viel hier zu trainieren. Es hat mir immer ein bisschen warm ins Herz. Ich weiss, jetzt habe ich einen Hirnlaufen, ja, und dann bin ich eigentlich zufrieden. Also ich glaube, ein paar 400 Meter Bahnen hast du in deinem Leben schon gesehen. Aber ich glaube doch, mit dem Ausblick, das ist einzigartig da. Was würdest du sagen, so im Vergleich, im internationalen Vergleich? Ja, andere Bahnen sind auch gut, aber eben, wir haben noch ein bisschen Natur mit den Bäumen. Ja, es ist einmalig in der Schweiz. Jetzt deine Liebe zum Hürdenlauf, zu der Leichtathletik im Allgemeinen, hat die auch da angefangen? Hast du so die typische Geschichte gehabt, schnell Schaffhauser Büller und dann weiter, oder wie? Nein, also ich bin ja zuerst VfL gewesen, 2 Jahre, und dann bin ich hierher gekommen. Und dann habe ich aber schon die Leidenschaft für die Hürde entdeckt, eben, habe ich angefangen und am Anfang haben alle gelacht, das hat komisch ausgesehen, aber ja, jetzt kann ich es langsam recht gut. Eben, du sagst, alle haben gelacht so am Anfang. Hürdenlauf, der hat ja nicht so den Glamour wie zum Beispiel jetzt ein 100-Meter-Lauf, oder Bolt jetzt natürlich da der Ober, wie soll ich sagen, Werbeträger für die Sportart ist. Wieso hast du dich trotzdem für den Hürdenlauf entschieden, jetzt im Speziellen, um das in einer Spezialdisziplin zu machen? Ja, ich meine, es war wahrscheinlich auch Zufall gewesen, aber ich glaube, ich brauche einfach die Herausforderung, so ein 100-Meter-Sprint, das ist also ein bisschen weniger Herausforderung, ich brauche schon noch ein bisschen Hindernis, das ist wie im Leben, oder? Ja, und eben die Technik, ich bin sehr technikbegeistert und man ist nie perfekt und das ist das Spannende. Jetzt ist eben das Spannende, ich habe es vorhin gesagt, 200 Meter hast du über die klassische Sprintdisziplin gemacht. Wie verteilt sich das bei dir auf? Was konzentrierst du dich während dem Training? Was ist deine Spezialdisziplin und wieso? Also sicher die 110 Hürden. Und wir müssen halt immer Läufe machen und mit denen findet, wenn du schon Läufe machen musst, dann kannst du auch gerne einen 200 machen im Wettkampf. Das sage ich manchmal, ja, bräuchte jetzt nicht, aber es ist okay und ja, man sieht, das kann ich auch recht gut. Ja. Eben, und, aber eben, 110 Meter Hürde, absolut in die Paradedisziplin. Da hast du jetzt auch einen neuen Schweizer Rekord aufgestellt. Der alte ist, glaube ich, recht alt gewesen schon, mit 13,47 Sekunden. Das ist eine ziemliche Ansage, auch international, glaube ich, Top-Niveau, das du da erreichen wirst. Wie ist der Stand gekommen? Was hat es da gebraucht, dass der Nick Rüegg auf diese Zeit kommt? Ja, ich glaube, ich konnte einfach ohne Druck laufen an diesem Tag. Es war wie Trials gewesen. Also für die EM, für die Nominierung. Und ja, die Bahn hatte ich noch nie gehabt. Ja. Es war eine blaue Bahn, wie wo der Bolt Wetter gelaufen hat. Sehr gut. Nein, natürlich Inspiration. Und ja, es hat alles Spaß an diesem Tag. Ich habe zwar hier duschiert, aber
Es hat trotzdem gelangt. Okay, und das eben mit einer fantastischen Zeit, muss man da noch dazu sagen. Das zweite große Jahreshighlight, das ein bisschen internationaler geworden ist, das hat in Ungarn stattgefunden. Das sind die U18-Europameisterschaften gewesen. Du hast in Ungarn schon mal an gleicher Stelle im Jahr 2017 schon einen vierten Platz geholt. Ist das so ein Moment, wo man sich als Sportler sagt, gut, letztes Mal war es vierter, damals muss ich unbedingt aufs Treppli. Hast du selber Druck gemacht? Ja, eindeutig. Also ich habe gesagt, ich will nicht einmal abreisen von Gio und wieder mit meinem vierten Platz, das war für mich ja, der Horror. Ja. Und darum, klar, ich hatte gute Zeit und ich hatte schon Druck, gehabt, aber er hat mir auch gesagt, du darfst nicht zu viel Druck machen, sonst, ja, sonst verkrampfst du und das ist schlecht. Ja, hilft es denn, wenn man jetzt eben wie in Gio zum Beispiel, wenn man einerseits die Bahn, andererseits aber auch die Stadt ein bisschen kennt als Sportler, fühlt man sich dann ein bisschen leichter, ein bisschen schneller? Ja, eindeutig. Also, ich habe mich viel entspannter gefühlt. Ich wusste, wo kann ich trainieren, wo kann ich gut essen gehen in der Stadt. Mhm. Und ja, ich habe alles kennt, alle Abläufe, und das war sicher ein Vorteil gewesen. Gut, wir wechseln, du siehst schon, in einem Tempo, wie wenn du über die Hürde jagen würdest, wechseln wir zum nächsten grossen Highlight, das grösste, glaube ich, der hat über dem grossen Teich auch stattgefunden, in Argentinien, wie du gesehen, an der Jugend-Olympiade. Die Nomination, die Qualifikation da dazu, wie ist die passiert und was ist in deinem Kopf vorgegangen, wo du gewusst hast, ich fahre nach Buenos Aires? Also es war eigentlich ganz lustig gewesen, weil es war an der EM gewesen. Wir haben so Quotenplätze gehabt und dann bin ich am Auslaufen gewesen, habe schon mit dem Trainer angerufen und dann hat er mir so gesagt, so, jetzt gehen wir nach Argentinien. Und ich war so im Flash, dass ich Bronze gewonnen habe. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Und ja, und dann war es für mich ja, noch besser der Abend. Und ich konnte nie schlafen, weil ich wusste, jetzt geht es nach Buenos Aires. Und dann, wo die endgültige Selektion war und mir Kleider bekommen, da habe ich gemerkt, es wird so real. Und es war mega. Nimmt man sich eigentlich mit einem Minimalziel vor, wenn man an eine Olympiade geht? Zeigt man sich selber, ich will das und das? Oder geht man wirklich einfach mit blauen Augen komplett einfach dort hin und denkt sich, es passiert, was passiert? Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Nur schon, dass man Olympia kann. Mein Trainer sagt immer, das kann man nie planen. Ja. Nur schon, dass man das erreicht. Aber klar, ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ich will 5-4 tauschieren und letzte Werte. Also, das sind nicht meine Ansprüche. Gut, und vor allem im ersten Lauf, der war wirklich extrem spannend gewesen. Und da haben wir, Gott sei Dank, ein YouTube-Video gefunden vom Livestream direkt eben aus Buenos Aires. Wir schauen uns das Ganze jetzt auch in voller Länge, also so lange ist es ja nicht, aber in voller Länge, der Nick Rüegg in Buenos Aires im ersten Lauf. Also wir haben gesehen, katastrophaler Start, Nick. Fantastische Aufholjagd nachher. Am Schluss ist da glaube ich auch da, wie du das Ganze zusammenfassen wirst, oder? Ja, den Schlaf habe ich komplett verschlafen. Ja. Wirklich schlecht gewesen. Nachher, ja, ich weiss, dass ich hinaus so schnell bin. Mein Trainer hat es auch gewusst. Und ja, nachher war es Schadenbegrenzung, haben wir gesagt. Ja, und du hast die sechste schnellste Zeit gehabt von allen Teilnehmern. Du warst also auf Finalkurs gewesen, mehr oder weniger in dem Moment. Dann. Zweiter Lauf ein bisschen schwieriger dann geworden. Du hast, glaube ich, hier den 8 touchiert gehabt. Was ist dort passiert? Was ist dir dort in den Kopf gegangen? Ja, ich weiß auch nicht, was los war. Ich weiß auch nicht, was einfach passiert. Und dann nachher, ja, ist klar, wenn man hier touchiert, ist man eigentlich weg. Und nachher, das Zielrennen war nicht so cool gewesen, aber da braucht es auch im Sport. Jetzt,
Ich glaube, wir sind hier am Meckern auf sehr hohem Niveau. Du bist immerhin in der Top 10 gelandet an der Jugendolympiade. Unglaubliches Ergebnis, wenn man da zurückschaut auf das Ganze. Trotzdem, wenn du. Du hast schon gemerkt, das liegt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin. Bist du enttäuscht gewesen, so jetzt im Nachhinein, wenn du zurückschaust, denkst du, oh mein Gott, ich hätte da ganz, ganz weit vorne landen können? Ja, also die ersten Tage waren wirklich schlimm. Da habe ich mir auch noch selber Vorwürfe gemacht. Und nachher sind wir auch ein, zwei Mal stattgegangen. Andere auf andere Gedanken kommen. Ja. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, ich bin mega happy über den Zeltplatz. Und ja, es kann eigentlich noch besser werden, sage ich immer. Ich glaube, das gehört also zum Lerneffekt von einem Sportler, mal die solche Niederlagen, so wichtige Niederlagen, dann auch einstecken zu können. Bist du gereift als Sportler nach Olympia? Ja, ich würde schon sagen, weil letztes Jahr habe ich auch die letzte Hürde touchiert und ja, bin dann Vierter geworden. Und da hat mich schon reifen. Aber jetzt in der Zeltplatz hat mich sicher auch reifen. Mhm. Gut, jetzt schauen wir noch ein bisschen abseits von der Tartanbahn auf die Olympischen Jugendspiele, wo du eben mit dabei gewesen bist. Wie hat sich das angefühlt, um ein Olympionik zu sein? Wie muss man sich das Leben in Buenos Aires während der Jugendolympiade vorstellen? Ja, es ist eigentlich so ein cooles Leben. Man hat so Akkreditierung und dort kommt eigentlich überall rein und die anderen nicht. Und ja, man hat Bus für sich allein. Und ja, man hat auch so viele Möglichkeiten, kann mal die anderen Sportarten schauen und auch schließt neue Freundschaften und ja, es hat so viele lustige Sachen gegeben. Gibt's das, ist das genau gleich wie bei den Erwachsenen, wenn man so will? Also Olympisches Dorf hat es auch, Fahneneinlauf, ja, gibt es ebenfalls. Der Fahneneinlauf war etwas anders als sonst, gell? Genau, der Fahneneinlauf war zumindest in der Stadt, die Öffentlichkeiten konnten kommen. Es waren über 200'000 Argentinier, es war mega, ja. Eine ziemlich grosse Geschichte, also, die dort stattgefunden hat. Im Stadion waren vielleicht nicht gerade 200'000, aber es war trotzdem ziemlich voll. Wie war so für dich der erste Moment zum Einlaufen in das Stadion? Ja, der erste Moment war überwältigend. Also überhaupt nicht mit der Schweiz vergleichbar. Mhm. Und eben irgendwo noch die Schweizer Flagge mit den Kollegen. Und ja, es war mega. Mhm. Also wirklich, ich glaube, ein Erlebnis, das dein Leben lang dich auch weiterhin begleiten wird. Wir hoffen, es kommt noch ganz, ganz viel dazu, weil es gibt die Möglichkeit, der durchaus. 2020, Tokio, ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Dann wärst du 19, wenn ich richtig gerechnet habe. Aber 2024, Paris. Ist das so ein mittelfristiges Ziel von Nick Rüegg, um sich für die Olympiade auszukaufen? Denkt man überhaupt so weit? Ja, es ist langfristig. Also, ja. Ich sage immer, es ist so weit weg, aber klar, also ich will sicher mal Olympia. Klar, die einen sagen, du bist ein Träumer, aber ich glaube, Träume muss man. Und ja, ist wichtig. Also, ja. Haben sie auch wahrscheinlich vorne gesagt bei der Jugendolympiade? Also von dem her kannst du die Leute auch Lügen strafen. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Du hast in einem Radiointerview 2019, wir schauen dann natürlich bei jedem Jahresrückblick auch führen, 2019 hast du das Zwischenjahr bezeichnet. Also du erwartest scheinbar nicht allzu viel von dir. Wieso ist das so? Ja, also zum einen haben wir zum ein Druck von mir wegnehmen, aber auch eben neue Hürdenhöhe, der junge Jahrgang und ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich lasse mich überraschen. Also als Leichtathletik-Laie neue Hürdenhöhe, was bedeutet das? Wie viel höher sind die und ist das so viel schwerer auch denn? Also es sind jetzt 8 cm und ja, dann in zwei Jahren geht es nochmal 8 cm. Also es ist schon steigend, aber so am Wochenende durfte ich das erste Mal über die hohen Hürden laufen. Ist eigentlich recht gut gegangen. Ist gut gelaufen. Also gewöhnt man sich auch schnell dran. Weil 8 cm, ist doch, also wenn ich jetzt zum Beispiel zum Hochsprung schaue, das sind Welten. Ja, klar. Oder? Ich sage, dort nimmt es auch die meisten, Stufe zu Stufe. Aber ich habe nicht das Glück, ich bin recht gross. Ja. Ja, und da drücken wir dir ganz, ganz fest Daumen, dass natürlich 2019 nicht nur ein Zwischenjahr wird, sondern vielleicht auch vom einen oder anderen Erfolg gekrönt ist. Ich glaube, zu deinen sportlichen Zielen müssen wir nicht mehr allzu viel sagen für das 2019. Persönlich, was hast du dir vorgenommen? Gibt es so Vorsätze, wo du gesagt hast, okay, 2019 möchte ich das verändern? Ja, ich nehme jedes Jahr den Vorsatz, weniger süßes essen und weniger am Handy sein, aber am Schluss funktioniert es dann nicht. Mal schauen, vielleicht wird 2019 anders. Sehr gut. Und wir wünschen dir auch hier ganz viel Erfolg beim Erreichen von deinen persönlichen Zielen. Merci vielmals, dass du uns hier eingeladen hast. Danke. Trotz riesigem Erfolg immer noch bodenständig ist der Frontmann von der Schaffhauser Band The Gardener and the Tree, der Manuel Felder. Er schaut im Jahresrückblick 2018 zurück auf ein sehr erfolgreiches Jahr. Ausverkaufte Deutschlandtour und einen sehr anstrengenden Videodreh auf dem grössten unterirdischen See von Europa. Gut, und wir sind jetzt hier in der Kammgarn mit dem Sänger von Gardener and the Tree, nämlich Manuel Felder. Er hat sich das Kammgarn ausgesucht, weil er vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal da war. Manuel, wie war das? Ihr habt hier im Kammgarn ein Heimspiel von eurer Tour. Was waren so die ersten Eindrücke, wieder zurückzukommen, um die bekannten Gesichter anzuschauen?
Ja, es ist so schön ruhig jetzt. Es ist so, ja, wirklich schön ruhig. Es war sehr voll. Wir haben bloß eine kleine Stadt aufspielen. Ja, genau. Wir haben alle mitgemacht. Das war so fett. Das war wirklich geil. Ja, und Kramgarn ist halt immer wieder so ein bisschen. Wir haben die erste EP hier, haben wir hier Taufe gehabt. Und dann für die neue haben wir im Tap-Tap unten. Und dann haben wir eben dieses Jahr wieder hier gespielt. Und das schon. Ja. Eben bloß eine kleine Stadt haben wir gesungen, also wirklich ein richtiges Heimspiel. Hat sich auch so angefühlt? Haben alle aus voller Röhre mitgesungen? Ja, schon. Also es hat jeder einzeln mitgesungen. Ich kann noch denken, so der Hauptteil, der weiss jeder, wie sieht das mit den Versen. Und es ist eben auch gegangen. Ja. Also in dem Fall immer sein Lauthals am Mitmachen gewesen. Jetzt haben wir so oder so 2018 ein Jahr wie aus einem Traum. 2017 hat er den Plattenvertrag bekommen, 2018 hat ganz am Touren gehört. Ihr sind ja nicht nur in der Schweiz unterwegs, sondern in halb Europa. Hast du schon ein bisschen Wort gefunden, um dein Jahr irgendwie und euer Jahr ein bisschen zusammenzufassen, 2018? Was würdest du sagen? Ich würde glaube ja sagen, unfassbar. Weil es ist irgendwie jetzt noch so, dass es noch gar nicht einwirkt. Jetzt ist man fertig mit der Tour und irgendwie ist es so ein bisschen krass. Und irgendwie bist du immer noch am Verdauen, weil jetzt alles eigentlich so passiert ist und so. Und etwas war auch noch recht überragend gewesen, das Jahr, nämlich die Cave Sessions, die sogenannten, die wir gespielt haben, und zwar auf dem grössten Unterwassersee Europas, Lac Souterrain, nicht besonders kreativ vom Namen her. Dort sind wir dann irgendwie auf einem, also so jetzt ausgesehen, auf einem Weidling eigentlich gestanden, da im Gegenlicht. Man sieht nur eure Schatten mehr oder weniger. Wie war die Erfahrung für euch, das Erlebnis? Es sieht auf der Kamera, sieht so geil aus. Für uns ist es so ein bisschen, ist wirklich schwierig gewesen. Also es ist auf dem Boot mit dem vielen Material, wir haben zuerst ein Akustik-Set, aber so von der Musik und von den Songs, die wir spielen, hätte es nicht gepasst. Dann haben wir alles im Wasser verkabelt, mit Lichtkabel und so weiter und so fort. Und unsere Techniker hat natürlich auch Beats gehabt und den Mischer. Und Licht installiert und alles und sicher eineinhalb Tage vorher schon vorbereitet. Und dann bist du auf dem Bötchen und dann bewegt es auch die ganze Zeit. Und ich hätte auch nicht gedacht, aber wenn wir nachher raus sind, hast du nachher auf dem Land immer schon das Ganze. Wie lange sind wir denn auf dem Boot gewesen? Bist du da wirklich im Kasten gewesen, die Aufnahme? Also anderthalb Tage sind wir auf dem Boot gestanden. Nonstop einfach die sozusagen, ja. Also wir sind mal für die Mittagspause sind wir zurück. Ja. Dann haben wir uns ein Zwiebsäckchen genommen und sind wieder aufs Boot. Und dann sind wir in der Zwischenpause ein bisschen Farmerigeli und so ein bisschen Tee und so. Und ja, es war halt etwa 10, 15 Grad gewesen. Und da hast du dann halt schon gemerkt, irgendwann kommt es durch. Und dann haben wir uns alle recht verkältet. Aber es war ein geiles Erlebnis in dieser Höhle. So. Ja, okay, also da ist jetzt mal das, was so hinter der Kulisse gelaufen ist. Was vor der Kulisse gelaufen ist, das schauen wir uns jetzt gerade an. Und zwar über einen kleinen Einspieler. Da sind sie, The Gardener and the Tree, bei den Cave Sessions im Lac Souterrain. Singing now, oh, give me light, give me strength, open eyes and vigilance. I've been waiting for this time to come, and so I'm begging you, please, would you guide me the way? Just waiting for a while.
Sehr gut. Das ist also ein kleiner Ausschnitt aus den Cave Sessions von The Gardener and the Tree. Die Cave Sessions, da tönt sowieso das Paradebeispiel für die Idee von der Plattenfirma, nehme ich an. Also ihr wäret selber nicht drauf gekommen, oder? Wir haben schon ein paar Sachen als so Ideen gehabt und das Gespräch war schon mal, um das machen vom Label aus. Ja. Aber wir haben zuerst gesagt, nein. Wir haben gesagt, wir haben keine Zeit für so Zeugs. Und dann Jane Reese, die für Universal auch so Regisseure übernommen hat und so, hat dann gefunden, komm, das machen wir doch. Und dann das ganze Team, ja, komm mit Jungs, das wäre doch richtig cool und so. Und dann haben wir so gefunden, ja, nein. Und so haben uns dann Cardinal getroffen. Genau. Cardinal, sehr gut. Im Cardinal getroffen. Und das Ganze sich besprochen und es war eh schon dort eine Diskussion. Nehmen wir alles mit, machen wir nur akustisch, gehen wir doch einfach noch in eine Halle, machen wir doch etwas anderes. So und dann ja, aber es wäre noch gut für die Deutschland-Tour, dass die Leute auch so als Promo oder so. Und dann haben wir gefunden, ja, easy, okay, mal und so. Und sind zuerst wirklich unsicher gewesen. Wir haben keine Ahnung, wie das kommt. Wir sind wie so ein bisschen lieber am Vorbereiten gewesen für die Tour und so. Und es ist erstaunlich gut geworden. Es ist wirklich, also hat auch Spass gemacht und das Team hat sich voll ins Zeug gelegt. Ein Taucher dabei gehabt, der einfach von unten gefilmt hat und von oben. Und abartig war. Und Fisch hat es auch dort drin, hat man zuerst nicht gedacht. Aber es ist gut rausgekommen. Es hat uns auch Spass gemacht und wir hatten dann auch guten Fondue-Plausch noch gehabt zum Schluss. Gut, du hast gesagt, also da hat überhaupt in den Terminkalender reingepasst. Die hat das irgendwie eingequetscht in den Terminkalender. Der ist schon relativ voll. Ja. Du hast jetzt gerade vorhin auch erzählt, du schaffst ja nebenbei noch. Wie lange kann das noch gut gehen? Oder? Beziehungsweise, wenn musst du wahrscheinlich sagen, ich mache den Schritt zum Profimusiker? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja. Wir machen das relativ romantisch. Wir teilen eigentlich alles den gleichen Teil auf. Ja. Und da ist es halt so, dass es zum Teil dann einfach schwieriger ist, zu sagen, ich lebe jetzt noch von der Musik. Aber es ist dafür schöner für die Zusammenarbeit. Oder? Weiss einfach jeder, es ist ein vollwertiges Mitglied und jeder zum gleichen Teil wie Piraten. Oder? Ja, mit dem Chef, ich meine, ich habe Glück, dass ich so einen guten Chef habe, der auch sagt, hey, ich unterstütze da und so. Und es nervt ihn zum Teil schon auch. Und das weiß ich und das weiß er. Und, ja, ich traue mir manchmal gar nicht recht, zu sagen, hey, ich muss den und den noch weg. Weil dann ist es einfach so, ja, wann kommst du denn überhaupt arbeiten, so in dem Stil, oder? Und ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie wir das machen, aber irgendwie muss ich das schon lösen, dass ich sicher einmal ein bisschen besser organisieren kann, oder? Also wenn man dir so ein bisschen zulässt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass du eigentlich nie hast wollen, wirklich Sänger werden, sondern eher irgendwie Bauarbeiter oder Mühlenmann. Du bist so ein richtig auf dem Boden gebliebener Dude, wie du sagen wirst. Ist das auch so gewesen? Ist das Singen irgendwie aus dem Nichts rausgekommen oder ist das immer schon dein Traum gewesen? Singen war immer so ein bisschen dabei gewesen, aber es ist nicht so, dass ich mir jemals vorgestellt habe, ich werde irgendwann Sänger. Ja, ja, genau. Ich habe immer wollte Musik machen, aber ich hätte nie gedacht, okay, mal, dass ich mal irgendwie vor in Hallenspiel ausverkauft oder weiß ich was, mit der Band zusammen, dass es überhaupt dann mit der Band so klappt, dass wir eine gute Truppe sind und dass du eigentlich so eine kleine Familie hast und so. Das hätte ich nicht gedacht. Zimmermann wollte ich immer werden, etwas mit Holz oder so. Ich wollte mal Koch werden, dann hat der Vater gesagt, hey, du musst einen rechten Beruf lernen. Und ich dachte, was, Koch ist doch ein rechter Beruf. Und also, nein, etwas so Zimmermann oder Bauer oder so. Und dann natürlich, klar, denkst du so als Golf, ja, wenn der Papi das cool findet, finde ich das auch cool. Und irgendwie bin ich geschnuppert und ich habe es wirklich einfach geil gefunden. Und ich mache es sehr gerne, aber das mit dem Singen ist halt dann schon immer mehr gekommen. Und es ist schon eine Leidenschaft. Also es ist schon, klar, zum Teil ist es so ein bisschen, wir als Band allgemein sind ja nicht wirklich so Rampensäu. Also so, dass man jetzt eine Choreografie hat und irgendwie denkt, okay, mal, wir spielen den Song. Und dann, bitte keine Choreografie, ja, nie. Oder? Ich finde das schrecklich. Manchmal kommt man halt blöd vor, ich stehe auf der Bühne, ich singe, ich höre auf und dann ist die Gitarre am Stimmen und dann geht es irgendwie zwei Minuten und ich denke so. Ja, aber ist schon ein Traum, und man darf das Leben da. Ja. Dann wünscht man sich dann schon wieder das Holz auf die Werkbank oder so. Oder? Ja, zum Teil schon. Genau. Ja, wirklich. Gut, kein Rückblick oder Ausblick. 2019 wird es wahrscheinlich auch anstrengend weitergehen für euch. Gibt es schon irgendetwas, was du verraten kannst, was 2019 passieren wird, irgendein Highlight? Also für uns das Highlight ist so, dass wir jetzt mal wirklich noch länger in Deutschland touren, sozusagen, dass wir, ich glaube, so drei Wochen am Stück, so ein bisschen, mit so ein paar Off-Days.
Und Österreich ist mehr zum Thema. Ich meine, wir haben jetzt einmal in Österreich gespielt, in Wien. Ja. Ist bombastisch gewesen und ist natürlich noch angenehm von den Leuten her. Die verstehen auch den Welsch, von mir schnorren und mir irre es irgendwie so ein bisschen. Und ich denke, ein Highlight so an sich ist einfach, dass wir wieder mal vielleicht Zeit bekommen, um irgendwo durch noch ein mal eine neue Songs etwas schaffen und so, was eigentlich... Ist zu kurz gekommen, ja, voll. Das macht schon sehr Spass und ja, irgendwie, da wäre schon mal wieder etwas. Ja, es ist gerade, wir lassen uns gerne überraschen. Genau, irgendwie wieder Hütte mieten irgendwo, das mal irgendwo am anderen Ende der Welt oder so. Ja, da wäre schon mal geil. Dann kommt das dann schon wieder. Gut, ist das auch da, darum auch die Schlussfrage, ist das auch da, was du dir vorgenommen hast für 2019, wieder ein bisschen mehr Zeit für Songs schreiben, wieder ein bisschen mehr Zeit für Studioarbeit? Ja, also organisatorisch, um mich ein bisschen mehr auf die Höhe bringen, eigentlich, glaube ich, um ein bisschen besser aussortieren und können sagen, hey, mal, da habe ich Konzerte, da habe ich da. Und das auch bewusst danach planen. Jetzt bin ich so ein bisschen Luft im Bus gewesen und es war irgendwie alles so zu viel gewesen. Und du hast noch keine Erfahrung mit dem und irgendwie so ein bisschen, ja, mach mal, ja. Und am Schluss bist du da und denkst, ja, und ich wollte eine Woche nicht ausschlafen, aber das geht irgendwie jetzt nicht. Ja. Und so. Ich glaube, da muss ich mich selber an der Nase nehmen und das ist für nächstes Jahr sicher ein Ding. Mhm. Und dann müssen ein paar Kilo weg. Dann habe ich zugenommen, ein Tourleben. Ja, ich glaube, das sind so die Sachen. Aber jetzt erst mal feststecken und ein paar Kilos anfangen, ja, damit es sich auch lohnt, auf die jetzt zu gehen. Manuel Felder, danke vielmals für den Besuch hier im Kammgarten und nochmal Daumen drücken und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Wir sehen uns, glaube ich, wieder dann am Neujahrsabbau von der SN. Gell? Das ist gut. Gut, super. Danke vielmals. Danke vielmals. Und alles andere als unterirdisch. Achtung, Übergang ist ein Jahr von unserem nächsten Gast am heutigen Abend, nämlich Bruno Greuter. Er hat zusammen mit der SV Group dafür gesorgt, dass der Güterhof nach den ganzen Problemen, die in der Vergangenheit passiert waren, noch immer ein beliebter Treffpunkt für Schaffhausen ist. Und unsere regelmäßigen Zuschauer, vor allem die, die letztes Jahr eingeschaltet haben, die haben dort mal einen exklusiven Einblick in die Vergangenheit des Güterhof bekommen, in die ganzen Probleme, die rund um den Simon Adam entstanden sind. Und nicht weniger exklusiv ist auch die Information, die wir im Interview mit Bruno Greuter bekommen haben. Ich will noch nicht allzu viel verraten, aber ich will an ihrer Stelle dranbleiben. Ja, mit dem Bruno Greuter treffen wir uns. Wie könnte es anders sein, hier in dieser heiligen Halle vom Güterhof hier direkt am Rhein? Jeder Gast hat ja die Aufgabe bekommen, um sich einen Ort auszuwählen, wo er interviewt werden wird. Ich glaube, bei dir braucht es nicht allzu viele Erklärungen, wieso wir hier sind. Kannst du das vielleicht einmal kurz erzählen? Das ist richtig, ja. Der Güterhof ist eine wunderschöne Location und natürlich durch Schloss, Wasser. Ich selber bin Sternzeichen Fisch. Ja. Hier natürlich weiter am Rhein ist natürlich die Synergie perfekt. Und wie gibt es etwas Schönes, wie einen Betrieb am Wasser können zu führen? Mhm. Wir werden jetzt noch nicht ganz aufs 2018 eingehen, sondern zuerst noch ins 2017 zurückschauen. Wenn ich jetzt zu dir gekommen wäre oder wenn Mike Schiva zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, du Bruno, du übernimmst im Fall nächstes Jahr 2018 zwei riesengroße Betriebe in Schaffhausen, was hättest du ihm geantwortet? Ich denke, es ist schwierig. Ja, hat mich natürlich gefreut, ist klar. Ja. Und dass man so eine Chance überkommt, die muss man wahrnehmen. Und hat ihm gesagt, ja, schön, hoffe, dass es klappt. Hättest du nicht gesagt, du findest doch gerade noch genug zu tun mit dem Schlusslauf. Ja, ich denke, vielleicht eine Flasche Wein zu viel, was auch immer. Aber du, eben, zu guter Glück kann man nicht in die Zukunft schauen. Ja? Genau. Darum schauen wir jetzt auch noch in die Vergangenheit, nämlich das abgelaufene Jahr 2018. Wie wirst du das jetzt so in ganz wenigen Sätzen, ganz wenigen Worten beschreiben? Was hat dieses Jahr ausgemacht? Ich glaube, mein Jahr war geprägt von vielen Emotionen, ja, vielen Eindrücken. Viele Kunden neu kennengelernt, Mitarbeiter neu kennenlernen. Ja, auch natürlich selber viele Ziele setzen und sich viel vorgenommen. Mhm. Und auch zum Teil natürlich müssen korrigieren. Aber für mich war das 2018 enorm lehrreich. Ja. Spannend, herausfordernd. Und aber auch eine gewisse Ruhe natürlich aus der Vergangenheit, weil als ich das Schloss übernommen habe, war es auch sehr spannend, genau, natürlich, ja, und auch in einer schwierigen Situation. Und da konnte ich natürlich viel profitieren, dazumal, und ich jetzt einfliessen kann lassen. Aber für mich ist das 18. Ich bin mega stolz auf meine Mitarbeiter. Mega stolz. Ja. Weil es sind weit über 100 Angestellte. Und die Gespräche, die ich führen durfte, die Situationen, die ich erleben durfte, und die Passion, die ich spüren durfte, die macht Freude. Und das ist wirklich das, was du eigentlich als stolz
nachher am Abend ins Bett gehst und kannst sagen, hey, es ist einfach lässig, so etwas können zu machen. Also nochmal ein Kränzchen gewinnen für die Mitarbeiter, sicher natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil innerhalb nicht nur vom Güterhof, sondern allen Betrieben, die ihr da führt. Jetzt hat sich für dich persönlich auch einiges geändert. Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, Schloss Laufen-Übernahme ist sicher auch so ein Meilenstein in deiner Karriere gewesen. Da bist du auf einen Schlag bekannt worden als Schlossherr, allerdings auf der falschen Seite vom Rhein, also auf der Zürcher Seite. Jetzt eben der Schritt da über zum Güterhof. Jetzt bist du noch exponierter, vor allem natürlich in Schaffhausen. Hast du dich mit dieser neuen Rolle schon ein bisschen zurechtgefunden, dass jeder so ein bisschen an dir zieht und etwas von dir will? Ja, ich glaube, es ist für mich klar gewesen, der Schritt. Also ich habe ja das gewusst im 17. schon, dass, dass das Gespräch gestanden ist. Und ich habe gewusst, wenn ich das gut machen und nachhaltig machen will, dann muss ich mich als Person natürlich auch rausnehmen, muss mich ganz neu können aufstellen. Mhm. Und das ist natürlich der riesen Dank auch an mein Schloss-Team. Also das Schloss läuft nach wie vor sensationell. Die machen einen super Job. Ich habe mich dort wirklich auch rausnehmen. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtige am Ganzen, dass ich mich mehr noch ein bisschen rausnehmen wieder und wirklich flächendeckend in den Betrieb kann reinbringen. Ist nicht immer ganz einfach. Das ist definitiv so. Es sind drei unterschiedliche Betriebe. Ja, sehr, es sind drei Betriebe, oder ich sage jetzt, sicher Schloss Lauf und Güterhof 7 Tage offen. Mhm. Und die Parken sind natürlich im Eventbereich auch sehr. Das heisst, 7 Tage sind 7 Tage, oder? Die Woche hat nur 7 Tage, genau. Und dann fangen sie wieder von null an. Das ist sicher sehr herausfordernd. Mhm. Aber es ist ja schön, dass man 7 Tage hat. Ja, und wir bleiben gerade mal beim Schloss Lauf jetzt das erste Mal. Ich glaube, der Petrus hat es relativ einfach gemacht. Das Jahr Traumwetter, der Rudi Carrell, wir sagen Sonnenschein von Juni bis September. Haben genau. Ist ein Selbstläufer gewesen? Kann man das auch so sagen? Da, ja. Ich glaube, es hat beides. Ich glaube sicher, dass es ein Selbstläufer war. Wir konnten massiv profitieren vom Wetter. Mhm. Obwohl natürlich gewisse Sachen sich verändert haben. Oder? Mhm. Genau, das eine war schlechter, das andere war positiver. Ich glaube aber, dass die ganzen Vorleistungen, die das Team vom Schloss Laufen geleistet hat, natürlich, dass wirklich auch, wir haben seit Jahren haben wir einen schönen Wachstum. Mhm. Und ich glaube, das hat uns sicher auch geholfen. Ja. Aber das Wetter war natürlich bombastisch. Das ist definitiv so. Jetzt ist der Güterhof für Schaffhausen ja so eine Art Visitenkarte. Also jeder Tourist, der jetzt da mit dem Schiff ankommt, der sieht zuerst mal das wunderschöne Gebäude und dann geht er erst in die wunderschöne Altstadt. Aber es ist der erste Eindruck. Es ist aber nicht nur für Touristen sicher wichtig, sondern vor allem auch für die Schaffhausen, die da vielleicht schon den einen oder anderen Abend durchgeführt haben oder etwas Feines gegessen haben. Jetzt kommt da der Bruno Greuther als Neuankömmling. Wie sieht es nach einem Jahr aus, ein Zwischenfazit? Wie bist du aufgenommen worden von den Stammgästen und von den Gästen im Allgemeinen? Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Ich glaube, das Schöne ist, dass ich in der Region hat man mich schon kennt. Es war ein Leistungsausweis vorhanden gewesen. Das ist natürlich immer einfacher. Oder? Mhm. Und mir geht es eigentlich nicht darum, um Personen oder um mich. Das ist mir gar nicht so wichtig. Mir geht es darum, dass wir die Betriebe, die wir haben, dass wir einen guten Job machen können. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass es ist sehr viel Echo gekommen. Es ist sehr positiv aufgenommen worden. Mir hat mir sehr viel Vertrauen und Anerkennung geschenkt. Da bin ich mega stolz auch. Aber ich weiss auch, dass wir noch einen harten Weg haben. Und das ist mir auch wichtig, auf dem Boden bleiben und wirklich tagtäglich den Job können zu machen. Ich persönlich fühle mich sehr wohl. Mhm. Ich fühle mich wohl in Zürich, aber vor allem auch in Schaffhausen. Für mich persönlich spielt es keine Rolle, wo ich bin. Also ich glaube, das darf nicht sein. Sondern für mich ist es wichtig, dass die Leute sehen, dass etwas geht. Und das habe ich gespürt, da ist viel Reto gekommen. Du hast dieses Interview von Anfangsjahr schon angesprochen. Damals habe ich dich schon gefragt, was wirst du da alles verändern? Du hast mir gesagt, nicht allzu viel. Ich habe da nicht geglaubt. Ich habe gedacht, jetzt wird da jeder Stein quasi neu umdrücken. Aber wirklich, es ist relativ sanft an den Stellschrauben gedreht worden im 2018. Und das hat einen bestimmten Grund. 2019 gibt es nämlich Veränderungen. Was kannst du uns da erzählen? Genau. Als ich dann wirklich den Güterhof live durfte führen, habe ich einfach gemerkt, oder? Das sind jetzt gleich 11 Jahre. Oder jetzt, dann, wenn man dann umbaut, sind es 11 Jahre, wo der Güterhof Geschichte hat. 11 Jahre mit vielen Leuten, mit viel Umsatz auch, das ist klar. Oder? Und man hat einfach gesehen, dass auch der Güterhof in die Jahre gekommen ist. Natürlich, und dass wirklich Teilrenovation relativ schwierig ist. Oder? Mhm. Genau. Und gewisse Abläufe und Prozesse natürlich auch schwierig sind. Oder? Und, ich habe dann relativ schnell gemerkt, wir müssen wirklich das analysieren. Ja. Wir brauchen das Jahr. Wir müssen den Gast kennenlernen, wir müssen den Mitarbeiter kennenlernen, wir müssen den Prozess kennenlernen. Und der Erfolg ist immer so, 365 Tage. Sprich, in der Gastronomie sind es 365 Tage, dass du wirklich siehst, wie läuft der Laden. Weil du schaffst du innen am Frühling, am Sommer, am Herbst oder am Winter ganz anders. Genau, das haben wir jetzt gemacht, das haben wir einfließen lassen. Und das Lustige war eigentlich, dass ich von Anfang an mir wichtig war und auch gespürt habe, für mich ist eigentlich der Güterhof die Stube von Schaffhausen. Ja. Und die Stube weiss jeder,
dort läuft eigentlich alles. Und dort erlebt man alles. Und das war für uns die Motivation, um die Stube zu behalten. Und auch jetzt im Umbau, der stattfindet. Also wir werden am 3. Februar das letzte Mal offen haben. Ja. Und werden am 22. März wieder auftun. Genau, ist für uns ganz wichtig, dass die Stube von Schaffhausen bleiben, wo sich jeder treffen kann. Es gibt Veränderungen, definitiv so, aber architektonisch ist es ein Highlight. Mhm. Es geht uns nicht darum, da alles zu verändern, aber es wird sehr spannend. Ich bin überzeugt, dass es ein gutes Konzept ist, mhm. wo man sehr viele Leute abholen kann, aber genau auch der Leistungsausweis, der in den letzten 10 Jahren passiert ist, hier drin. Positiv abgerundet wird. Jetzt ohne zu sehr Details gehen, ich will es ja noch nicht verraten, darum ohne zu sehr jetzt auf Details einzugehen. Was soll der Effekt sein, wenn jemand dann, sobald wieder eröffnet ist, da reinkommt? Was soll dein Gast, dein erster Gast denken, wenn er den neuen Güterhof sieht? Ich glaube, es ist uns sehr wichtig, es soll ein Restaurant sein. Ja. Ganz klar, ein Restaurant sein, wo du reinkommst, wo du dich wohlfühlst, mhm. wo du kannst, morgen einen Kaffee trinken, du kannst zum Mittag essen, du kannst ein Apéro nehmen, du kannst ein Festchen feiern, du kannst am Abend fein essen, du kannst am Abend am Rhein raushocken, oder? Ganz klar, mhm. wo architektonisch und vor allem kulinarisch auch, also Sushi, ganz klar mit dem Ken, das bleibt natürlich, ja. ist klar. Genau, Güterhof ohne Ken und Sushi, das muss man sagen, das darf man nicht machen, das mhm. werden wir ganz sicher nicht machen. Ich schätze ihn sehr als Mensch und auch sein Handwerk. Und natürlich klassisch, aber kulinarisch kann man sagen Sushi, Neukund Grill und klassische Produkte. Das ist eigentlich so die Abrundung, die wir gerne herbringen möchten. Genau, du hast gesagt, glaube 3. Februar ist dann der letzte Tag, wo der alte Güterhof dann offen ist. Und das werden wir ganz, ganz speziell feiern. Es gibt einen Brocki-Verkauf. Genau. Ich genau. darf ich hören. Was ist die Idee dahinter? Das ist richtig. Also eigentlich, wie man sagt, gut, wir machen am 3. Februar das letzte Mal offen. Und wir werden am Sonntag, am 3. Februar, vom 6. bis am Abend, am 8. Mhm. Wir kann nichts reservieren, wir kann nichts vorreservieren, hier reinkommen. Und es gibt gewisse Sachen, Tisch und Stuhl oder sonst gewisse andere Sachen, wo man sich erwerben kann. Genau, also zum Beispiel der Stuhl, wo jetzt du drauf hockst oder wo ich drauf hocke oder der Tisch. Der, wo man seine Freundin genau. das erste Mal geküsst hat. Oder so ja, immer, genau. Wir hatten hier mal eine lässige Party gehabt, genau. mit einem schönen Apéro gehabt, mit einem feinen Tisch etwas gegessen. Und es geht uns eigentlich darum, die gerne etwas möchten vom Güterhof, weil es ist Geschichte. Geschichte bindet. Und was eine Bindung hat, ist immer etwas Schönes. Und wer gerne etwas möchte mitnehmen und daheim haben, dann sind wir die Letzten, die das nicht geniessen. Wird man vor der Wiedereröffnung schon irgendetwas sehen können? Irgendwelche Bilder, wie es später aussehen wird? Oder wird es einfach eine richtige Überraschung werden, wenn er dann aufgeht? Nein, ganz klar, das Zweite. Also eine richtige Überraschung, da genau. werden wir alles abdecken, sodass wir nicht mal reinschauen genau. können. Also, was heisst eine Überraschung? Man muss natürlich sehen, wir haben alle Firmen, die umbauen, sind aus der Region. Ja. Oder? Und die wissen, was läuft. Da haben wir sehr gute Zusammenarbeit. Das war uns wichtig. Wir haben auch hier mit dem Eigentümer eine sensationelle Zusammenarbeit. Ich begrüsse sehr den Umbau. Ich glaube, das ist wichtig. Oder? Das eine und andere wird natürlich immer rausgetragen. Das eine und andere wird dich auch gefragt, wie was. Aber für mich ist es ganz wichtig, ich möchte einen sauberen Schluss machen und ein Refreshen machen. Und der Gast soll nachher entscheiden. Ja. Und da dürfen wir ganz, ganz gespannt sein, was da 2019 auf die Gäste und auch auf euch natürlich zukommt. Weil du dich jetzt vorgenommen hast, geschäftlich. Das haben wir jetzt, glaube ich, lang und breit diskutiert in der letzten Viertelstunde. Wie sieht es persönlich aus? Was für Vorsätze hast du für das neue Jahr genommen? Gibt es irgendetwas, was du verändern willst? Ja, ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich gerne vorauslaufe und gerne Sachen verändere. Ich glaube, für mich ist es persönlich wichtig, das Schloss in dieser Passion, die wir jetzt haben, weiterzuführen. Wir werden nicht sehr viel verändern auf dem Schloss. Dort wirklich die Konstellation lassen und das, was man noch ein bisschen besser machen kann, noch ein bisschen besser machen. Dann natürlich auch im Güterhof einen sensationellen Start herzulegen. Das ist ganz wichtig, oder? Können Kunden und natürlich auch die Mitarbeiter abholen, weil wir dürfen nicht ganz vergessen, Umbau ist neu. Also Prozessstrukturen sind ganz neu. Da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich das Packen, wie wird es angenommen jetzt auch mit der ganzen Umbauten. Für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass ich mich nicht als Mensch auch vergesse. Das ist wichtig. Ja. Man braucht auch Zeit. Leistung bringen ist das eine. Zum Leistung bringen braucht man gewisse Zeit, um sich ausruhen, das ist mir auch ganz wichtig, persönlich. Und das wollte ich mir auch wirklich zu gut tun. Und am Schluss endlich freue ich mich auf die lässigen Tage mit den Mitarbeitern und den Kunden natürlich zu erleben. Oder? Genau.
Und weiss auch, dass es 19 nicht ein einfaches Jahr wird sein. Mhm. Das ist definitiv so. Wir sind uns immer noch auch natürlich am Kennenlernen. Und für mich ist wichtig die Synergie. Ich sage immer so, ich habe schnell mich überlegt, was ist so cool gewesen eigentlich, oder was ist lässig jetzt mit diesen drei Betrieben. Und spontan kommt mir in den Sinn, zum Beispiel der Falkenanlass, den wir hatten, genau, die GV, sind alle Mitarbeiter vom Schloss, vom Güterhof sind dazu und haben miteinander den Anlass gemacht. Ja. Wir haben Mitarbeiter, die als Chef de Rang vom Schloss war, ist heute Chef des Service im Güterhof. Ja. Wir haben einen Mitarbeiter, gehabt, Chef der Party, hier in der Küche, der heute auf dem Schloss Sous-Chef ist. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Also die Synergien nutzen aus diesen Betrieben raus und wirklich die richtigen Leute am richtigen Ort können zu platzieren und wir selber aber können Sorge zu heben und einfach mit meinen Leuten zu rocken. Ja. Ja, perfekt. Ein perfektes Schlusswort ist da gewesen. Wir wünschen dir und dem ganzen Team natürlich, dass ihr 2019 so richtig rocken könnt. Merci vielmals, dass du da gewesen bist. Danke dir mal, Sebi. Merci vielmals. Danke. Wobei, Sebi, wenn irgendein Schaffhauser kann sagen, dass das Jahr ziemlich viel gelaufen ist, dann ist das der Schaffhauser Regierungspräsident, der Christian Amsler. Er wollte im Bundesrat, hat nicht ganz so geklappt, aber was sicher geklappt hat, ist, dass man ihn auch kennt außerhalb der Kantonsgrenzen. Da sind wir jetzt also beim Christian Amsler. Wie könnte es anders sein? In seinem Büro. Der Herr Amsler, der hat genau gleich wie unsere alle anderen Gäste eine Aufgabe gehabt, nämlich den Ort auszusuchen. Ein Ort, der viel bedeutet hat, das Jahr. Jetzt ausgerechnet wieder das Büro. Haben Sie nicht schon genug Zeit verbracht, das Jahr da rein? Ja, das ist natürlich in der Tat so. Ich bin sehr viel da in meinem Büro. Aber da ist es mir wohl. Da kann ich kreativ sein, da kann ich arbeiten. Da bin ich umgeben von meinen liebe Leute im Departement, die mir sehr wichtig sind. Ich verbringe natürlich deutlich mehr Zeit in dem Büro wie zu Hause, oder? Aber ich bin auch viel auswärts, das ist klar. Und es gibt in Schaffhausen noch ganz viele schöne andere Orte. Aber wir haben jetzt Winter, es ist kalt draußen. Ich wäre auch gerne auf meinem Weidling, auf dem Rhein, das ist klar. Aber vielleicht hätte die Filmcrew von Schaffhauser Fernsehen mehr Mühe gehabt. Nein, aber Spass beiseite. Da arbeite ich von da aus, mache ich meine Geschäfte mit Herzblut. Und darum ist das durchaus ein gutes Ort, wo wir da sind. Genau, und an diesem Ort hat wahrscheinlich Ihr spannendstes bisherige Politjahr Ihrer doch schon recht lange Politkarriere stattgefunden. Es war das Präsidialjahr gewesen, im Regierungsrat einerseits. Ein weiteres Präsidialjahr war es bei der Internationalen Bodensee-Konferenz. Und wenn man so ein bisschen durch Ihren Social-Media-Account, da sind Sie ja sehr affin dafür, durchscrollt, dann sieht man, das hat Ihnen so richtig Spass gemacht. Kann man das auch so sagen? Ja, natürlich, es ist jetzt einiges zusammengekommen in dem Jahr 2018. Ich bin ja schon mal 2014 Regierungspräsident, ja, auch ein ganz intensives und spannendes Jahr. Aber es ist ein bisschen kumuliert jetzt im 18. Ich durfte den Vorsitz in dieser grossen internationalen Bodensee-Konferenz führen, bin Präsident der Hochrhein-Kommission, bin als Regierungspräsident mehr als gefordert sein. Ich habe auch in meinem eigenen Departement mit verschiedenen Geschäften, wo man sicher noch darauf zu reden kommen, viel Arbeit gehabt. Und dann ist ja noch gegen Ende Jahr die Bundesratskandidatur gekommen. Also es ist jetzt recht viel Pack gewesen. Und ich muss Ihnen sagen, ich freue mich auf die Weihnachts- und Silvestertage. Wenn man auf die Bodensee-Konferenz, um bei diesem Thema vielleicht doch noch kurz zu bleiben, schaut, dann sieht man, da ist schon recht bunt zusammengewürfelt. Deutschland ist dabei, Österreich, Liechtenstein, ganz verschiedene Kantone auch innerhalb von der Schweiz. Was sind die Themen, die diese Region, die Bodensee-Region bewegen? Über was tauscht man sich aus mit den Kollegen aus dem Ausland? Ja, es gibt ganz viele natürlich Schnittstellen-Themen, wo man sieht, alle sind genau an den gleichen Themen. Wenn ich Demografie, Digitalisierung, Wirtschaftsentwicklung, aber auch Fragen von der Stabilität, von Einwanderung und weiss nicht was anschaue, Umweltfragen, dann sind wir ja eigentlich alle am gleichen Lösen. Und da macht es doch Sinn, wenn man zusammengeht in einem spannenden Raum, wie es der Bodensee-Raum ist, mit etwa 4 Millionen Einwohnern notabene. Und dann dürfen vorstehen, die Regierungschefkonferenz, das war natürlich hoch spannend gewesen, hat auch viel Aufwand gebraucht. Ich bin natürlich viel auch herumgereist, bin viel auch mit meinen Ministerkolleginnen und Kollegen zusammengetroffen. Und gegründet worden ist ja die IBK hier, weil der Bodensee dreckig war. Das ist noch spannend. Ja. 1972 hat man gesagt, okay, der Bodensee ist verschmutzt, man hat zu viel Nitrat eingelassen, jetzt müssen wir uns zusammentun, man muss den Bodensee wieder sauber bringen. Die Fischer haben sich beklagt und jetzt ist genau das Umgekehrte passiert. Und das ist noch spannend. Man könnte eigentlich die Bodensee-Konferenz aufheben, weil jetzt der Bodensee nämlich fast sauber ist. Die Fischer kommen jetzt wieder zu mir und sagen, ihr müsst unbedingt, aber das ist jetzt ein bisschen spasseshalber, wieder mehr Dreck hier, weil die Fische tatsächlich aussterben in diesem See. Aber nein, wir haben natürlich eben die Themen, die wir miteinander bearbeiten. Und das ist eigentlich auch das Interessante, dass man eigentlich dies und jenseits von dem schönen Bodensee sieht, wir haben die genau gleichen Themen und die lösen wir zusammen. Ja. Und man hat vor allem einen wichtigen Handelspartner innerhalb dieser Bodensee-Konferenz
außerhalb der Grenze der Schweiz, nämlich das Land Baden-Württemberg, wo das ebenfalls ein Teil ist. Es ist sehr wichtig, eigentlich die Wirtschaftsbeziehung zwischen den beiden Regionen, dem Kanton Schaffhausen und Baden-Württemberg, zumindest, also vor allem auch für den Kanton Schaffhausen selber. Trotzdem, die IBK, die wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt von den Medien, fliegt ein bisschen unter dem Radar. Wieso fehlt dieser Konferenz so ein bisschen der Glamour? Sie haben natürlich keine Gestaltungswille, indem wir ja nicht politisch entscheiden können. Wenn es also um Fragen geht, wie Fluglärmstreit zwischen Deutschland und Schweiz oder eben auch EU-Fragen, dann sind wir ja nicht das Gremium, das irgendwie matchentscheidende Entscheidungen treffen kann, die dann auch Relevanz haben politisch. Aber wir sind ein Netzwerk, wir können für gute Grundlagen in der Schweiz, aber auch in Deutschland, natürlich auch Vorarlberg, Liechtenstein sorgen. Und Sie haben es richtig gesagt, Baden-Württemberg, der man nicht unterschätzt, ist der grösste Handelspartner der Schweiz im Exportbereich. Also viele Länder sind deutlich hinter Baden-Württemberg, das wissen viele nicht. Und da glaube ich, ist einfach die Chance auch von Schaffhausen als Brücke zu dem Bundesland, aber auch Brücke von der Schweiz, ähnelt dem Rhein, oder richtige Nachbarn und Freund, kann man sagen, Deutschland. Da nehmen wir gerne wahr. Und ich glaube, wie Sie jetzt gesagt haben, man nimmt das einige so wahr. Ich habe ja jetzt auch geschafft ja, in dem eben. Jahr. Ich bin auch mit der Delegation auf Brüssel gereist. Wir haben schon versucht, die IBK jetzt auch noch ein bisschen bekannter zu machen, aber da haben wir noch Hausaufgaben, da müssen wir noch mehr machen. Und ich muss Ihnen sagen, das ist sehr ein engagiertes Arbeiten, auch sehr freundschaftliches Arbeiten. Wenn es auch manchmal in Sachfragen Differenzen gibt, aber man trifft sich an ganz vielen Orten und da versuchen wir noch vermehrt, auch in die Öffentlichkeitswahrnehmung zu bringen. Und da sind wir, glaube ich, von Schaffhausen in diesem Vorsitzjahr nicht schlecht unterwegs. Ja, das wäre eigentlich die Nachfrage dann gewesen, haben Sie versucht, eben genau den Glamour so ein bisschen einzubringen. Wir wechseln jetzt aber, wie Sie schon beantwortet haben, wieder zurück innerhalb von unseren Kantonsgrenzen. Das Jahr haben Sie nicht nur schöne Aufgaben zu bewältigen und zu betreuen, zu erfüllen gehabt. Die Schulzahnklinik war ein ständiger Unruheherd 2018. Eine interne Untersuchung hätte sollen eigentlich Ruhe einbringen. Schlussendlich ist aber das Gegenteil der Fall gewesen. Justiz und Parlament untersuchen den Fall jetzt. Sie kennen ja die Vorgänge, die angeblichen Vorgänge vielleicht auch von dieser Schulzahnklinik. Haben Sie jetzt schlaflose Nächte aufgrund dieser Untersuchung oder können Sie da relativ gelassen denen entgegenblicken? Nein, überhaupt nicht schlaflose Nächte. Ich schlafe sehr gut, brauche aber auch meinen Schlaf. Ich brauche 6 bis 7 Stunden, dann bin ich auch voll leistungsfähig. Aber es ist ja klar, Herr Babic, oder? Die Schulzahnklinik, das ist ja nicht etwas, das man sucht. Mhm. Da ist mir quasi einfach so eingeschneit worden. Es liegen scheinbar Vorwürfe herum, die auch zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft geführt hat, wo ich die Inhalte, muss ich Ihnen sagen, auch heute nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, um was das geht. Und das ist ja auch ein bisschen das, was dann auch ein bisschen Verstimmung zwischen der Regierung und dem Parlament gegeben hat. Die Puck ist eingesetzt, in der stellen wir uns selbstverständlich. Ich habe gar nichts verbergen und ich muss Ihnen auch sagen, die Schulzahnklinik ist ja eine Abteilung von mir, also nicht einmal eine Dienststelle. Ich bin also nicht sehr nah dran und bin also nicht täglich in dieser Schulzahnklinik. Ich habe ein absolut gutes Grundvertrauen in die Leute, dass die einen super Job zum Wohl der Volksgesundheit von unseren Jugendlichen und Kindern machen. Aber es hat da scheinbar Vorkommnisse gehabt, die man jetzt genau beleuchten muss. Von dem Sinn tue ich eigentlich die Puck durchaus positiv werden und habe Vertrauen, dass jetzt auch unter Führung von der Kantonsrätin Regula Wittmer, dass man in aller Ruhe sauber anschauen kann. Es geht ja um die aufsichtsrechtliche Prüfung. Hat da allenfalls die Regierung, hat das ED müssen mehr anschauen, mehr eingreifen, früher vor allem auch. Dem stellen wir uns jetzt, das tun wir in aller Ruhe mit dem Puck besprechen und dann schauen wir dann, was der Schlussbericht ergibt. Wir haben ja eine interne personalrechtliche Untersuchung gemacht, das war notabene gegen einen Zahnarzt, der einfach vor allem Vorwürfe von Abwerbung im Raum gestanden ist. Das haben wir untersucht. Da habe ich also bestes Gewissen. Wir haben einen guten Bericht vorgelegt, meinte ich. Jetzt tut dann noch ein weiterer Kreis ziehen. Es geht auch noch um Röntgen und weiss nicht was. Wobei, wenn ich es gesagt habe, zuerst müssen wir mal überhaupt konfrontiert mit diesen Vorwürfen werden. Und ich hoffe schon, dass jetzt auch die Leute von der GPK, die ich bis heute nicht verstanden, warum die nicht von Anfang an zu mir gekommen sind, zu der Regierung gekommen sind und gesagt haben, schaut, da haben wir Informationen bekommen, schaut da mal genau an. Das hätten wir selbstverständlich gemacht. Und da ist nicht gut gelaufen, finde ich.
Aber wir werden 2019 zu Beginn des Jahres das sicher können, sauber miteinander anschauen. Ich möchte noch mal zurückschauen mit Ihnen auf etwas Positives, was dieses Jahr passiert ist, nämlich die Bundesratskandidatur, die Ihnen auch sehr offensichtlich wirklich grossen Spass gemacht hat. Wann ist bei Ihnen die Entscheidung gereift, um zu sagen, ja, ich steige in das Rennen? Ist es der Moment, wo der Johann Schneider-Ammann gesagt hat, ich trete zurück? Oder ist das so Schritt für Schritt gekommen? Ja, man muss so eine Entscheidung zum Kandidieren ja sehr gut wirklich sich überlegen. Da gibt es Güterabwägungen und Sie müssen einfach sehen, so eine Kandidatur für eine Landesregierung, die ja ein hochspannender Exekutivjob ist. Und ich bin ja ein Exekutivfan und Mann und habe jahrelang das jetzt auch mit Herzblut gemacht. Das sind wie so Türen oder Fenster, die offen sind. Und Sie müssen zum rechten Moment dort davor stehen. Und man kann jetzt sagen, von der FDP, meiner Partei her gesehen, sind jetzt drei vor dem Fenster gestanden, nämlich Karin Keller-Sutter, Hans Wicke und meine Person. Und dem muss passen. Dann müssen es Leute haben, die einem auch den einschieben zum rechten Moment, Konstellationen müssen stimmen. Und das ist ein Gesamtpaket. Und da können Sie nicht auswählen. Sie haben entweder heute oder übermorgen oder haben gestern so ein Fenster gehabt. Und das Jahr war jetzt so ein Fenster. Und als der Hannes Schneider-Ammann zurückgetreten ist, habe ich mir das selbstverständlich überlegt, habe viel Gespräche geführt mit meiner Partei. Und dann ist es zu dieser Nomination gekommen. Und ich habe immer gesagt, man könnte einfach nichts machen. Oder? Man kann sich auch verstecken und sagen, das machen jetzt andere. Aber die FDP Schaffhausen muss sich tatsächlich nicht verstecken. Und wir dürfen auch in der Restschweiz, als Ostschweizer Kanton, aber auch als stolzer Schaffhauser Kantone dürfen mir antreten und ich habe das Fenster jetzt genutzt und habe versucht, dort in die offenen Bundesratstüren reinzukommen. Das hat jetzt nicht geklappt und das muss man auch aushalten. Ja, vor allem das war eine grosse Herausforderung. Ihre Kandidatur ist ja von Anfang an als schwierig bezeichnet worden. Das liegt natürlich daran, dass Sie nicht unter der Bundesrats- und Bundeshauskuppel politisieren. Teilweise sogar als aussichtslos. Die Mission Impossible. Wieso haben Sie denn gesagt, doch, die nehme ich jetzt in Angriff und ich zeige denen, dass es möglich ist? Ja gut, wir haben natürlich auch Gespräche mit der Parteiführung. Peter Gössi habe ich viel Gespräche, gute Gespräche, auch mit der Karin Keller-Sutter notabene. Und man hätte jetzt einfach mit einer Kandidatur gehen können und sagen, Karin, das ist die Top-Kandidatin, das ist super, wir müssen da gar nichts anderes. Das wäre eine mögliche Lösung gewesen. Und der Hans Wicke und ich hatten immer den Vorwurf gehabt, oder die Frage, warum macht ihr das, warum tun ihr das? Ja, und ich glaube, es ist wichtig in unserer Demokratie, dass man eine Auswahl hat, dass gerade auch unsere Partei für eine Breite steht. Ich habe ja auch von meinem von meiner Politausrichtung auch noch ein bisschen andere Geschichten eingebracht. Ich bin nicht der klassische Wirtschaftsvertreter, der jetzt möglichst viel Verwaltungsratsmandat hat, schon im Ständerat sitzt, sondern ich bin auch ein Bildungspolitiker, ein Gesellschaftspolitiker mit Herz. Und ich glaube, diese Breite, diese Auswahl, da finde ich, haben die 246 Damen und Herren unter der Bundeshauskuppel auch verdient, dass wir ihnen auch ein Ticket bieten, eine Auswahl. Und dann haben wir drei Kandidatinnen und Kandidaten gehabt. Man hat dann verdichtet, man hat das Ticket gemacht. Das war von Anfang an für mich klar gewesen, habe ich übrigens auch begrüßt. Man sagt, wir gehen mit zwei. Und das ist jetzt Karin Keller und Hans Wicke gewesen. Und ich habe dort über Klingen springen. Da hat es klare Gründe dafür gegeben. Die hat man mir auch gesagt. Und die habe ich sehr gut so annehmen. Und ich finde, in der Summe ist das eher eine positive Geschichte gewesen. Und hat mir viel Spass gemacht und ganz gute Verbindungen auch und Erlebnisse verschafft. Genau, weil viele Politbeobachter haben eben in Ihnen durchaus eine Gefahr für die Spitzenkandidatin von der FDP gesehen. Sie wären jetzt ob Ihrem politischen Profil, als vor allem für die linke Ratshälfte im Bundesbern, absolut eine wählbarere Kandidat gewesen wie Karin Keller-Sutter, obwohl sie natürlich sehr, sehr gut vernetzt ist im Ganzen. So, dass dann weh, wenn man so eine Begründung hört, wir haben sie nicht gefährden. Das ist, ja, man muss halt Teamplayer auch sein in einer Partei, aber trotzdem tut das weh so als Individuum. Nein, das tut nicht weh, weil man akzeptiert ja auch, ein Entscheid ist ein Entscheid und man weiss auch, zuerst ist die Fraktion zuständig, die bestimmt das Ticket und nachher sind es alle Mitglieder von der Bundesversammlung. Die wählen es schlussendlich. Ja. Und ich habe es gesagt, mit der Situation, wenn man vor dem Türli steht, es müssen ganz viele Konstellationen stimmen. Also da mal ist die Frau-Mann-Frage ziemlich vorne gewesen, die Regionenfrage ist vorne gewesen, die Erfahrung unter der Bundeshauskuppel. Und ich habe ja, da muss ich Ihnen da auch ganz offen sagen, Karin, die ich viele Jahre kenne, mit ihr auch persönlich von Wiel auf Yverdon übrigens, auch die Roadshow, gefahren bin. Ich habe sie ja physisch neben mir jetzt so eng erlebt und wie sie auch agiert hat. Und ich muss Ihnen sagen, das ist eine Top-Kandidatin. Ja. Und das habe ich gespürt, förmlich, oder? Körperlich fast. Und, und auch gewusst, das ist ein absoluter Glücksfall auch für die FDP. Und ich habe sie ihr von Herzen gönnen.
gegönnt, oder? Ich war auch an ihrer Wahlfeier in St. Gallen, gewesen, wo sie empfangen worden ist. Und von dem her haben wir eine super Bundesrätin von unserer Partei her. Und es hat jetzt einfach nicht gestimmt, die Konstellation. Es hätte ja auch ganz anders können sein, dass man jetzt gesagt hat, jetzt müssen wir unbedingt mal den Schaffhauser nehmen, jetzt braucht es einen Mann. Das hätte auch können sein, aber das war nicht gewesen. Und von dem her muss man auch können annehmen, so eine Entscheidung. Gut, bei unserem Jahresrückblick kommt bei den Interviews die wichtigste Frage eigentlich immer zum Schluss, nämlich die nach den Vorsätzen für das Jahr 2019. Es steht ja bevor, es geht bald wieder los. Es werden neue Aufgaben wieder auf Sie zukommen, auch im kommenden Jahr. Und darum jetzt ganz kurz, was haben Sie sich vorgenommen für, Achtung, Suggestivfrage, für das Wahljahr 2019? Ja, ich habe kein Problem, wenn Sie noch den Vorhänger machen mit Wahl. Das ist tatsächlich eines meiner Hauptziele. Ich will mit meiner Partei schauen, dass wir endlich unter der Bundeshauskuppel wieder einen Vertreter haben. Nach Peter Briner und Geri Bührer haben wir jetzt ein grosses Loch. Wir haben niemanden mehr. Das merkt man, das spürt man, das ist nicht gut. Wir sind eine konstruktive Partei von der Mitte, die auch in diesem Kanton Lösungen bietet. Und wir werden alles daran setzen, dass wir mit guten Kandidaturen im Ständerat, aber auch im Nationalrat werden können punkten. Und ich hoffe sehr, dass die Schaffhauserinnen und Schaffhauser das auch erkennen und wir schon bald wieder jemand Neues im Ständerat oder im Nationalrat können von der FDP Schaffhausen begrüßen. Ja, Sie reden immer im Plural, also im Mir-Modus. Ja. Können Sie sich nicht jetzt schon eigentlich ein bisschen positionieren? Ja, das ist eine Sache der Partei, aber ich habe immer gesagt, ich habe klare Interessen auch mal im Ständerat. Und das ist wie eine logische Folge als Standesvertreter, Regierungsrat, wo der Stand Schaffhausen dermassen stark am Herzen ist, können zu wirken. Und mit mir kann man selbstverständlich reden und rechnen im Jahr 2019. Vielen lieben Dank, Christian Amsler, für das Interview und ganz viel Erfolg für das Jahr 2019. Danke vielmals. Herzlichen Dank am Schaffhauser Fernsehen. Ja, also eben die Kandidatur, die war sehr überraschend, hat auch für Wirbel gesorgt. Und genau das versuchen wir jetzt auch, nämlich für ein bisschen Wirbel zu sorgen mit unserem ersten Teil von unserer Jahreszusammenfassung. Wir schauen uns die Monate Januar bis Juni nochmal ein bisschen genauer an, was da alles gelaufen ist. Natürlich wie immer mit der nötigen Seriosität anhand von diesen Geschehnissen oder auch nicht. Entscheiden Sie selber. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Vor allem in den heiligen Verwaltungshallen des Kantons Schaffhausen. Auf dem Jobmarkt sind wir hinlänglich bekannt als Refugium, ja als, Achtung Karlauer, Endlager für Beamte in Führungspositionen mit, sagen wir mal, angekratztem Renommee. So haben die findigen Recruiter der Schaffhauser Justizkommission zu Anfang des Jahres ihren scharfen Blick über die direkte Nachbarschaft schweifen lassen und zwischen Äpfeln und Most zwei Staatsanwälte entdeckt, die dem schaffhauserischen Anstellungsprofil perfekt entsprachen. Fachkundig, motiviert, belastbar und in einem Bundesgerichtsstrafverfahren wegen Amtsmissbrauchs involviert. Die beiden designierten Juristen des Kantons hatten nämlich im aufsehenerregenden Fall Kümmertshausen aufs falsche Pferd gesetzt und den Haupttäter in diesem Tötungsfall kurzerhand zum Kronzeugen befördert. Filmreifer Justizfusch titelte damals der Blick genau unser Beuteschema, dachte sich hingegen Peter Scheck und hat der Schaffhauser AZ das Protokoll der Bewerbungsgespräche ungeschickt geschwärzt, quasi ungeschwärzt geschickt. Nachdem dies in der Schaffhauser Medienlandschaft hohe Wellen geschlagen hatte, plagte sich die Deutsche Bahn mit einer Welle ganz anderer Art herum, nämlich der Grippewelle. Ja, was heißt die eigentlich Welle? Im März dieses Jahres erfasste ein wahrer Influenza-Tsunami die Führerstände des deutschen Transportunternehmens und ließ eine ganze Lokführerarmada untergehen, sodass die Züge zwischen Singen und Schaffhausen nur noch tröpfchenweise über die Gleise ratterten. Der regelmäßige DB-Pendler bekam davon allerdings herzlich wenig mit. Unter Bahncard-Besitzern nennt man derartige Zugausfallsorgien schlicht und einfach Montag. Um solchen krankheitsbedingten Ausfällen proaktiv entgegenzuwirken, haben die Verkehrsbetriebe Schaffhausen pionierhaft beschlossen, den unternehmerischen Unsicherheitsfaktor Mensch gleich ganz aus dem Cockpit zu verbannen und haben in Neuhausen die erste selbstfahrende Buslinie der Schweiz vorgestellt. Der weiß-gelbe Riesentoaster auf vier Rädern versucht sich seither die Laufengasse hoch zu quälen, bisher aber ohne Erfolg, denn das haben die VBSC leider nicht gemerkt. Auch der kleine Toaster leidet, was seine Passagiere angeht, an einer kleinen Krankheit, nämlich an Verkehrsimpotenz. Er kriegt nämlich keinen hoch. Ein anderes Schaffhauser Pionierprojekt sorgte dieses Jahr ebenfalls für Stunk und das im wörtlichen Sinne. Die KBH Hart, des Schaffhausers liebster Geruchsbelästiger, stellte sich auf dem Energiemarkt als Ladenhüter heraus und das selbst mit Black Friday Rabatten. Analog zum FCS und dem Lipo Park sollte sie nämlich verkauft werden und analog zum FCS und dem Lipo Park misslang dieser Versuch bisher grandios.
Genauso wie der Versuch, misslang die beiden Giggity-Gangster-Rapper-Kollega und Farid Bang in die gelb-schwarze Provinz zu locken. Frauenfeindlich seien diese, schrie der Ethikbeirat, der Sittenwächter-Sterncheninnen des Frauenstammtisch, während sich Kantonsrat und Rapper Patrick Sympathic Portman sie in die Stadt besingen, um die nötige Street-Credibility bei eben jenem Aufruf kümmerte und so zum quasi-Äquivalent zur deutschen Echo-Phalanx aus Grönemeyer und Campino mutiert. Aber jetzt mal im Ernst. Rap? Frauenfeindlich? Diese Erkenntnis ist in etwa so neu wie, um im feministischen Kontext zu bleiben, Frida Kahlo, und genauso wie Frida Kahlo hinkt deren Argumentarium gewaltig. Zum berühmtesten Schifffahrer der Schweiz mutierte indes 2018 der Mendli. Will der Mendli nach Jahren stabiler Preispolitik den Betrag für Rheinfall-Fels-Schifffahrten, ich meine, lassen Sie sich dieses Wort auf der Zunge zergehen, Rheinfall-Fels-Schifffahrten, um 200% erhöht hatte. Ich meine, was glaubt dieser Kerl, wer er ist? Eine Krankenkasse? Bitcoins? Der Shitstorm jedenfalls ließ nicht allzu lange auf sich warten und bretterte dem Rheinfall-Fels-Schifffahrtsbootunternehmer, ich meine, lassen Sie sich dieses Wort auf der Zunge zergehen, Rheinfall-Fels-Schifffahrtsbootunternehmer trotz Niedrigwasser via Rheinfall-Fels-Wassergischt entgegen wie Buttersäure auf Emmersberg-Villen. Und wenn wir schon bei Terrorismus sind, zu Weihnachten 2017 schlugen, wenn es nach der SVP geht, Terroristen in Schaffhausen zu, nämlich die Öko-Terroristen von SH Power. Frech dreist beschenkten sie die Angestellten der städtischen Verwaltung, Sie erinnern sich, Endlager, vergangene Weihnachten mit einem vor Öko-Indoktrination geradezu strotzenden, ja beinahe sabbernden Energiesparpuzzle. Energiesparpuzzle, ja schläft's, dachte sich Großstadtrat Michael Mund im Frühling dieses Jahres und schwang sich auf sein Drahtross, packte seinen zu einer Lanze gespitzten Stift und machte sich Don Quixote-mäßig auf den Krobach in den Kampf gegen Windräder und Ökoterror. Und während Rosmarie Wittmer-Giesel ihre Regierungsfunktion aufgab und Pole-Dance-Shows an Frühlingsfesten abgesagt wurden, lagen die Rheineschen reihenweise bauchlinks auf des Schaffhausers liebstem Fließgewässer, wurde die Testwiffe irgendeines Hochschulinstitutes abmontiert und der Sendeplatz irgendeines konzessionierten Winterthurer-Senders in Schaffhausen auf 80 plus reduziert. Das fröhliche Poststellenschließen fand seinen Anfang und die Geschichte ums Herblinger Demenzpuff sein Ende, genauso wie die Fusionsbestrebungen der Schaffhauser Cayman Islands zwischen Städten und Lohn, die mindestens so verboten wurden wie das Tauben füttern in der Altstadt von Schaffhausen. Grrr. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Vor allem in den heiligen Trainingshallen des FC Sion. Was Schaffhausen für Beamte in Führungspositionen mit, sagen wir mal, angekratztem Renommee darstellt, stellt der FC Sion seit diesem Jahr für geschasste, ehemals erfolgreiche FC Schaffhausen-Trainer dar. Seien es nun die Jakobacis oder die Jakins dieser Welt. Die findigen Recruiter des wohl streitbarsten Vereins der Schweiz abseits dieses unsäglichen FC Winterthur ließen ihre findigen Recruiter-Blicke ans andere Ende der Schweiz schweifen, wo jenseits des Röstigrabens zwei Trainer Talente entdeckt wurden, die dem Sittenschen Anstellungsprofil perfekt entsprachen. Fachkundig, motiviert, untertänig und schon mal beim FC Schaffhausen. By the way, trotz einem Zuschauerdurchschnitts von sage und schreibe 8,5 pro Spiel fand sich der FC Schaffhausen nicht erst seit den Problemen im Cup-Knüller gegen eBay in einer nur wenig schmeichelhaften Tabelle wieder, nämlich in der Tabelle zur Hooligan-Gewalt. Was, wenn ich richtig gerechnet habe, bedeuten würde, dass jeder Zuschauer, jeder dieser 8,5, jeder im Lipo-Park mindestens 33 Polizisten spitalreif verhauen haben müsste. Schwäne verhauen indes scheint eines der Hobbys des Gangster-Rappers, nein, nicht Patrick Portman, sondern Jesus zu sein. Batsch! Du Hurensohn! Das Schwansterben auf dem Rhein hat er zwar nicht zu verantworten, zumindest glaube ich das, dennoch schredderte er mit dieser Aktion die Tierschutzrechte mindestens so klein wie die Akten der Schaffhauser Kantonalbank, die Grundeinkommensbestrebungen in Rheinau oder die Nummer mit dem Stockarbergschen Verkehrsberuhigungsabsichten auf der Breite. Eine andere Nummer sorgte dieses Jahr hingegen für Entsetzen, nämlich diejenige Tamara Funicellos. Null, schiebe, nü, nettig, seid, und das so laut und penetrant, dass selbst Annette des Ries Karikaturisten die Feder spitzten und die ehemalige Weltnummer 1 als schreiende Tennisfurie darstellten. Ach nee, das war Serena Williams und nicht Tamara Funicello. Trotzdem, die Erkenntnis, Kunst und Humor hören offenbar dort auf, wo Feminismus anfängt. Angefangen hat in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auch die Bundesratskandidatur unseres schwer gestressten Erziehungsdirektors Christian Amsler. Dass der nächstjährige, Achtung Spoiler, Ständeratskandidat sich zur Verfügung stellen würde, war keine Überraschung. Ganz im Gegensatz dazu, dass er den zweiten Wahlplatz an Hans Je ne comprends absolument rien Vicky verloren hat. Das wäre ja fast so, als würde man die Ständeratswahl, Achtung Spoiler, gegen Thomas Minder verlieren.
Und während eine Puck zeitgleich mit dem Burger King in Schaffhausen eröffnet wurde, während die Türen zur Küche im Bowling 5 zugemauert wurden und Dani Preisig sich in der riebadischen Sauna die Poren aus der Haut schwitzte und den Rheinpegel damit auf eine vertretbare Mindesthöhe hochhiefte, verließ der Polizeichef seinen Posten und verschwand in die dunkle Nacht, während das rheinfalsche Rinnsal trotz Riebadi-Saunaschweißes gemächlich über die Felsen rinnte und auf eine Größe zusammenschrumpfte, die selbst im Smilestone etwas zu klein wäre. Alors nous vendons la batterie, le jour pourrait arriver. Du hast das Interview, wo der. Nein, shit. 2 oder 400 schwimmen. Einbrecher haben es auf Badis abgesehen. Nach dem Fahrt von A will auch in den nächsten Tagen keine grossen Niederschläge. Nein, ich habe falsch gelesen. Obwohl es in den letzten Wochen immer wieder geregnet hat, zeichnet sich der Fluss. Zeichnet. Das Baudepartement und. Oh, jetzt habe ich gerade einen kleinen Kampf. Weil auch in den nächsten Tagen keine grossen Niederschläge ausbleiben sollen. Ich das Departement für Bau und Umwelt hat entschieden, dass das Verbot durchgesetzt wird. Mehrere Badis im Klettgau eingebrochen. Unter anderem in Neukirch. Verbot. Vor allem der Bachbiber stellt das Problem dar, sobald das Gebot. Nein, kann ich nicht bringen. Zentimeter sinkt oder der Rhein über 24 Grad hat, wird gehandelt. Ein besonderes. Nein. Und so sieht es bis jetzt auch. Ich habe das Wetter nicht fertig geschrieben. Wie wir auch dazugehören, der Verein für Jugendsucht. Der Verein für Jugendsuchtprävention. Mhm. Bla bla bla. Das kann man rausschneiden. Und bei uns geht's jetzt weiter mit Da-da-da-dam. Ich weiß es nicht, mit was geht's weiter? Weekend. Wait a minute. Okay, soll ich nochmal machen? Gerne. Ja, hoffentlich sehen wir uns nochmal wieder und ja. Dann heute Abend wahrscheinlich. Super. Und ja, auf jeden Fall. Und bei uns geht's heute weiter mit dem Weekend. Heute weiter ist auch nicht. Oder soll ich nochmal machen? Einmal geht noch. Hopp. Ich weiß gar nicht, wie du das machst, wenn diese Auftritte beim SRF oder so. Das ist ja grauslich. Diese ganzen Menschen. Also noch einmal. Okay, bin bereit. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Schaffhausen, hier aus dem Hexenteekessel Schaffhausen. Nachts wird darauf aber hell und klar werden. Heute Abend geht es im Parkcasino hoch. Parkcasino, selbstverständlich. Da haben sie eben auch Sprengstoff-Spurhunde gehabt. Also nein, nicht für Sprengstoff, sondern für Drogen. Aha. Il viene jusque dans nos pas. Gefunden hat, wir noch was. Sie ganz herzlich willkommen, blau, herzlich. Wir müssen geschlagen geben. Was die Jungs auf Fuserin jetzt haben, ist verkackt. Oh, denk doch ein bisschen nach, Babisch, Mann. Einen wunderschönen guten Abend, Schaffhausen. Nein, fuck, komm mal noch. Bitte,
Bittersüße, ja sicher. Buttersüße. Okay, jetzt fertig. Das Wochenende zum mysteriösen Temperaturen von bis zu 31 Grad. Ich mal als Weinfreund und lasse vertrauen. Yes! Startet mit 12 Grad relativ frisch, Temperaturen steigen dann aber bis auf 28 Grad an. Hauptsächlich in den Bergen geht ein mäßiger Wind. Nein, du darfst das nicht machen! Also noch. Gut, danke vielmals, dass vielen Sie heute Gäste waren. Sehr gerne. Und in diesem Fall einen schönen Abend heute. Erfolgreiche James Bond Party wünsche ich. Hoffe. Jetzt ist es auf Kamera. Ja, ich denke, ich werde in diesem Fall noch vorbeischauen. Okay, ja. Schön. Gut. Also, dann. Okay. Tschüss, danke vielmals. Ciao, ciao. Danke auch. Sticken können. Was machst du, iPad? Was machst du? Fick dich! Fick dich! Kokain in der Flasche, in der Weinflasche, das ist echt schon noch schlau. Cool! Ich stehe heute. Und zwar. Der Freizeit. Und das bleibt dann der ganze so Mittag so. Schöner Herbsttag mit Sonnenstrahlen. Biet. Der Freizeit. Klappe die achte. Zack. Manchmal, wenn du etwas anfängst, musst du doch einfach noch fertig machen. Ja, es war nicht ganz fehlerfrei, aber. Nochmal? Yes. SHF-Jahresrückblick ist Ihnen präsentiert worden von der Zentralgarage Daingen.